So, das Gute ist, dann können wir Pizza machen und haben wir eigentlich genug Licht? Ist es hell genug, Chat? Oh, es ist aber dunkel bestimmt, oder? Ja, werden die noch heller, die Lampen? Obwohl, nee, das sieht eigentlich hier im Preview ganz okay aus. Gino kann doch einen FTL-Run machen mit Matteo als Guide. Können wir machen. Nie gespielt, ne? Nee, zu dunkel auch geht. Ja, Licht reicht. Dein Hoodie ist mega dark wie ein schwarzes Loch. Sodele. Was haben wir denn hier eigentlich? Was ist denn das hier? Was ist das? Bist du schon wieder so irgendwelche komischen Sachen? Gino, isst du Kapern? Ich glaube, ich mag die nicht so. Was? Oder? Ich hack die ganz klein, das ist so für den Geschmack. Ja. Damit es würziger schmeckt. Würzig. Bin gleich bei dir übrigens. Muss mal kurz verschreiben. So. Also Gino, du isst den Nachtisch von Jens nicht. Nee, mach ich nicht. Möchtest du denn haben? Ja, dann esse ich den, glaube ich, bevor der schlecht wird. Oh. Bevor der schlecht ja, wird. Ja, hallo, das wird mega schnell schlecht. Oder ich esse nur so ein bisschen was davon. Oh, oh. Eine Freundin von mir macht jetzt so einen scheiß basische Woche. Ich so, oh nee, ist nicht dein Kackernst, ey. Ist da nichts dran? Säurebase? Nein. Nein? Nein. Und das wirklich ist ja, nicht? Das ist ja wegen Detox und... Oh, das habe ich auch gelesen, dass man nee, so den Säure... Bitte dass man nicht. Basische Lebensmittel nein, essen soll. Please, no, nein. Echt nicht? Das macht nein, ich gar meine, nichts? Das, was hilft das? Was isst man dann? Gemüse? Oder Kühlschrank. Nicht auflassen, quasi. Chat rastet immer voll aus. Auch zu Recht. Echt, das ändert nichts, oder was? Naja, das ändert insofern, dass du halt bewusst Essen konsumierst und das ist halt das Gute. Du nimmst viel Gemüse zu dir und Obst, ne? Ich glaube, was darfst du denn nicht? Mhm. Zucker darfst du nicht. Milch, Fleisch. Genau, ja, genau. Fleisch darfst du nicht. Fleisch ist natürlich Unsinn, so, aber du isst halt viel Obst und Gemüse. Und auch das nur ist bestimmte. Gut. Auch nur bestimmte. Ja, ich weiß. Mandeln darfst du, weil in so ein Bullshit, in so ein dummer Bullshit. Oh Mann, denk mir, warum macht man sowas? Und okay, dann dieses, Chat. Und dann dieses Detox. Wer von euch im so. Chat hat schon mal Detox gemacht? So eine Scheiße, ey. Und dann, oh Mann, ich sag doch nichts mehr. Ich finde das immer so schade, ey, dass man sich, ja. Das zum Körper entgiften. Was für Gift ist am Körper drin? Ja, wahrscheinlich so Schwermetall. Schwermetall, ja. Ausschüttung. Ist Bier Detox? Nein. Ich trinke 4 Liter Wasser am Tag, ist das Detox? Ja. Ja, das ist Detox. Das ist tatsächlich Detox, glaube ich. Das ist tatsächlich ich. Detox, ja. Weil halt einfach Wasser keine Toxine hat. Wenn man was in sich reinschüttet, was keine Toxine hat, ist es schon Detox. Mit E von der Magensäure neutralisiert. Ja, das mit diesem Basensäurehaushalt habe ich aber auch schon öfter gelesen. Und ich dachte immer, da wäre was dran. Dachte dann immer, ich achte mal auf die Lebensmittel, was säurehaltig ist und was basenhaltig ist.
Weil ich dachte immer, da wird der pH-Wert des Körpers... Der gleicht das... Du kannst mit der Körper das ausgleichen Ding ist, genau, man kann mit der Ernährung nicht signifikant den pH-Wert des Körpers umändern, sonst wären wir alle tot. Wir wären alle schon tot, wenn wir das signifikant ändern könnten, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Das muss man sich halt vor Augen führen. So schlecht, wie wir uns heutzutage ernähren, das würde niemals gehen, dass wir halt irgendwie noch überhaupt wirklich leben würden. Das meine ich wirklich ernst. Man kann mit der Ernährung halt sowas Signifikantes nicht ändern. Also das weiß ich. Ich weiß, dass der pH-Wert voll fein eingestellt ist vom Körper. Und es muss so sein, weil sonst die ganzen Reaktionen überhaupt nicht so passieren und man einfach wirklich sterben würde. Aber man macht es im Körper doch schwerer, seinen pH-Wert aufrechtzuerhalten, wenn man die ganze Zeit so voll einseitig sauer oder basisch. Nicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, Dinge. Nee. Schon nicht? Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, sure. Ich frag doch. Ich weiß, ich muss halt selbst so lachen. Das ich weiß halt, das nicht. Das ist halt, das ist keine wissenschaftliche Basis. So. Das ist basisch, siehst du? Haben wir einen Experten im Chat? Als Neurodermetiker ist eine basische Ernährung gar nicht verkehrt. Mhm. Warum ist Rot leerer als Gelb? Weil wir viele Fans von dem Roten haben im Studio. Was ist denn das hier? Ist das hier Spinat, Leute? Oder ist es Unkraut? Fünf-Sekunden-Regel. Ist Basilikum basisch? Keine Ahnung. Biomüll? Biomüll? Esse ich gerade Biomüll? Was? Das wäre witzig. Also das hier ist tatsächlich, das hier ist Müll. Das stimmt. Aber ist das hier auch Müll? Habe ich jetzt die ganze Biomüll gegessen? Keine Ahnung. So. Sudle, ja, dann lass mal hier kochen, ne? Ich bin sehr gespannt, wenn du Pizza machst, so wie, ob die wirklich... Ja, jetzt wird die nicht mehr so gut, weil der Teig ist schon alt und vertrocknet. Die Tomatensauce ist auch schon ein bisschen zu alt. Okay. Und ich habe nicht alle zu... Ja, aber ich mache einfach mal. So, wir benutzen dieses Schneidebrett hier. Und uns fehlen, glaube ich, noch ein paar Sachen. Aber ich hätte voll gerne einen Kontrollmonitor hier, damit wir sehen können, was man gerade sieht. Geht der anscheinend nicht, ne? Warum geht der denn nicht? Maurice, weißt du das? Nee, Maurice weiß das nicht, glaube ich. So, wo ist denn der Schinken? Das ist schon mal eine interessante Frage. Hat jemand den Schinken gegessen? Den hast du doch aufgegessen, Matteo, vorhin. Was? Du hast den Schinken vorhin aufgegessen. Ich? Ja. Nein, das war anderer Schinken. Ich meine Kochschinken. Hier fehlt Kochschinken, der eigentlich auch mit auf die Pizza kommt. Ach, hier ist er doch. Lol. Ah, okay. Hey. So. Also, das heißt... Wir machen eine Blässe. Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Da, da, da. Oh. So, wir nehmen das hier zum Mixen. Ah, ist so schön hier ganz entspannt in der Küche zu chillen. Chat, macht ihr manchmal Pizza alleine? Also macht ihr euch manchmal richtig Pizza selbst?
Scharf. Ich mache super selten den Teig selbst, ne? Genau, das ist nämlich so das Ding, weil es halt, das dauert halt schon so ein bisschen. Ja, muss ja auch. Und man muss da auch immer so voll kneten, das finde ich auch so ein bisschen, dauert, also ist nicht so super geil. Ja. Aber es lohnt sich aber auch irgendwie, weil... Ist das so, ja? Ja, also ich kaufe auch manchmal so Fertigteig vom Supermarkt. Ja. Der ist nicht schlecht, aber der ist halt ganz anders. So. Und wenn man Teig selber macht, das geht relativ... Also es hat ja nur so drei Zutaten, einfach nur Wasser, Mehl und Hefe oder so. So, was hat hier geschrieben? Ich habe das letzte Mal vor 3 Jahren Pizza gegessen. Gegessen? Boah, krass. Pizza selber machen dauert 1/2 Stunde. Ja, wenn man den Teig nicht ziehen lässt. Nee, Teig ist schon, dauert schon, ne? Allein, allein wenn ich die Tomatensauce mache, dauert es schon 1 Stunde, weil ich die halt lang köcheln lasse und so. Wie lange lässt du den Teig ziehen? Was ist so der Prozess? Ja, das kommt auf an, so 1,5 bis 2 Stunden mindestens. 8 Stunden im Kühlschrank stehen lassen, mit dir geschrieben. Ja, 8 Stunden. Ja, den haben wir ja von, also der Teig ist jetzt auf jeden Fall gut durchgezogen. So, ich verbrauche mal alle Restlebensmittel, Gino, die wir hier haben. Mhm. Ich heiße schon mal den Backofen vor. Wie lange machst du eine Pizza in den Ofen? Wie lange mache ich eine Pizza in den Ofen? Ja, wie lange ist sie bei dir im Ofen, wenn du selber Pizza machst? Ich mache, ehrlich gesagt, wenn ich die selbst mache, dann mache ich Pfannenpizza. Ach echt? Mhm. Das ist ja auch geil. Ich fand Pizza super geil, weil halt der Boden halt so richtig Kross schön ist. Knusprig ist. Ja. Ich liebe das. Das mache ich bei selbstgemachter Pizza oft so, dass ich die erst normal esse, also die aus dem Backofen. Ja. Und am nächsten Tag habe ich meistens noch ein Blech über, also wenn ich echt viel gemacht habe. Und das mache ich dann in der Pfanne nochmal knusprig, also mit ein bisschen ganz wenig Öl. Oh, schön, ja. Und das Geile ist, genau, die Belagseite auch. Das wird so geil. Da ist der Belag richtig kross in der Käse. Gino, bei der alten Pizza? Ja, bei der alten Pizza? Ja, das ist richtig. Ich mach das in der Pfanne und dann mit Alufolie oben rauf, damit die Hitze halt wieder nach unten. Nee, Alufolie macht's nicht kross. Nee, aber Gino, oben schmilzt halt so der Belag, unten macht's kross. Nee, trust mate. Mach erst, leg's auf den Boden, dann drehst es um und nimmst die Pfanne von der Hitze. Nimmst die Pfanne von der Platte runter. Trust, das ist so lecker. Wirklich Trust? Hier wird auch was? Wirklich Trust? Wirklich Trust. Ich mach das wirklich ganz oft. Okay. Aber du isst aber auch 15 TK-Pizzen in der Woche. Ich weiß nicht, ob ich dem Mann, der 15 TK-Pizzen in der Woche isst, hallo, soll, was Gino, Pizza-Qualität angeht. Gino, guck mal. Stell dir mal vor, jemand kennt sich super gut aus in einem Feld. Also ich glaub dir, dass du kennst dich super aber der gut tötet aus. Dann... Der ist ein Mörder am Wochenende. Serienmörder. Das heißt, nee. Das ist kein guter Vergleich. Du musst, der Vergleich wäre, jemand kennt sich, pass auf, welches Feld? Sag mir Papst. Jemand ist Philanthrop, ne? Und, rettet Menschen und am Wochenende tötet der einfach. Dem würdest du trotzdem deine Kinder anvertrauen. Nee, oder würde ich eben nicht. Warum würde ich nicht? Eben nicht. Hä, hallo? Das wäre der richtige Vergleich. Aber er ist doch Philanthrop. Sag es mal andersrum. Stell dir vor, irgendein Fernsehkoch, ein richtig erfolgreicher, so 5-Sterne-Fernsehkoch, der kann halt saugeil kochen. Und dann siehst du ihn irgendwann bei McDonald's. Nee. Das ist der falsche Vergleich. Das ist der falsche Vergleich. Du musst sagen, der Koch, der arbeitet bei McDonald's als Burgerflipper. Dann ist das was anderes. Ich arbeite doch nicht bei Tiefkühlpizza. Nee, aber es geht ja nicht darum, dass du... es geht ja auch darum, wie das schmeckt. So. Und wenn dir so TK-Pizzen so gut schmecken, dann weiß ich nicht, ob ich deinem Geschmack vertrauen kann. Ach so, nicht deine Künste als Koch. So, also erstmal, wer hat gesagt, dass mit TK-Pizzen so gut schmecken? du isst halt sehr viele. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie dir irgendwie oder weniger schmecken. So. Ja, die schmecken auch nicht schlecht, das stimmt schon. Ich hatte schon ewig keine TK-Pizza. Machst du hier Finger mal hier nicht rum, setz dich mal irgendwo hin. Ich wollte mir eine Salami holen. Pfoten weg! Eine Salami. Das wird dir gekocht. Ja, aber du hast vorhin auch so viel gegessen. Eine. Was denn? Was habe ich denn gegessen? Eine Salami. Eine. Eine nur. Da wird die Pizza schon schlecht, eine. Gino. Da wird die Pizza schon schlecht, ich sag's dir. Pizza wird jetzt schon schlecht. Ich mach's mal weg. Pizza wird jetzt schon schlecht. Yoshi ist im Chat. Hallo, Yoshi. Hallo, Yoshi. So.
Ich mache lecker Pizza, ey. Pizza. Mach das mal nochmal. Nee. Machst du es im Bett auch, sowas? Machst du so italienischen? Ja, ja. Das würde mich richtig antören. Was? Würde mich richtig antören. Safe, ey. Also, oh, ich komme gleich. Fantastisch. Mach ich schneller. Dreh dich um, mach die Beine breit, schnell, ich komme. Das ist super. Alter, wie mich das antören würde. Ohne Scheiß, ey. Lol. Anders, ich kann Indisch machen zum Beispiel, das wäre richtig abtören. Kannst du eigentlich ein bisschen Indisch? Nein. Nein, sag mal, wird gar nicht? Nein. Off camera. Es geht los. Das ist halt erst super witzig und zweitens richtig sexy. Ja, ich weiß. Okay. Ich finde, bei Indisch finde ich diese Songs voll geil. Ey, es gibt so viele geile indische Songs, wo man erst so denkt so, ja, ist voll Trash, aber das sind so Ohrwürmer, wie dieser Druck, 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 Druck. Dunak, 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 Dunak. Das ist so geil, das stimmt, sind so geile Power-Songs. Ist das Indisch? Das hatten wir ja schon mal, oder? Das Gespräch, ne? Ach so, ist es nicht? Ich wusste es nicht genau. Druck, Druck. Dunak, 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 Dunak. Oh, geh mal. Ja, geh mal, die springen sofort. Hey, das ist doch 1:1 der Song. So. Druck, 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 druck. Das ist nicht mal Indisch, lol. Oh, das ist nicht Indisch? Genau, ja, das ist nicht Indisch. Ja. Ist das nicht Arabisch? Leute, Indisch-Arabisch. Das ist doch ein... ein Dings. Ein, das ist wie Spanisch und Italienisch. Genau dasselbe. Gibt's keinen Unterschied. So. Okay, hier machen wir es so. Wir nehmen davon, ich glaube, ich denke so viele. So. Druck, druck. Grüner Käse? Was? Wo ist grüner Käse? Ich bin gleich mal gespannt, wie gut der Teig sich noch kneten lässt, wenn er einen Tag alt ist. Ein Tag ist er jetzt im Kühlschrank, oder? Ja, einen Tag im Kühlschrank. Wir haben gestern Abend den gemacht. Also ungefähr echt, also ziemlich genau 24 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr. Dunak, 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 dunak. Was soll das eigentlich werden? Eine Pizza! Was soll das? Hallo? Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Oh Leute, empfehlt mir mal eine geile Serie. Ich bin mal auf der Suche, ich will mal wieder eine geile Serie sehen. Eine richtig gute. Empfehlt mir mal eine richtig gute Serie. Ich muss sagen, ich gucke ganz gerne so für zwischendurch mal Friends. Oh, Friends? Ey, da bin ich... Das kann man immer gucken. Da bin ich jetzt die erste Staffel wieder durch. Einfach nur als... Genau, ich habe auch Recycle gemacht. Und auch komplett wieder. Und ich muss sagen, das sind so Charaktere... Boah, das ist halt wie... Das ist halt wie ein Stream gucken. Das ist so wie Freunde. Genau, wie so Freunde von dir. Chillen, und du weißt, so, das, genau. Also Friends, der Name passt schon so. Das ist schon richtig geil. Genau. Der Name passt. One Piece, Orville, oder Westworld. Ah, Westworld habe ich auch mal angefangen. Scheiße, das war eigentlich auch ganz gut. Aber ich habe dann irgendwie, das gab es nämlich nur auf Sky. Dann habe ich irgendwie den Sky-Account von Marius bekommen. Aber dann habe ich irgendwie nicht mehr geguckt. Expanse, Serie Happy, Game of Thrones, Billions. Bible Black. Hat jemand... Bible Black. Stand das da? Ja, das ist ein Anime. Ja, ich weiß. Ist ein Porno, oder was? Also ein bisschen... Was? Ja, das ist ein bisschen... Weirdes Shit. Ja, was? Kann doch gar nicht. Ist doch geil. Friends und Scrubs, genau. Scrubs halt... Außer das sind so All-Time-Favorites. Außer die letzte Staffel ist halt All-Time-Fucking-Nice. Und Friends ist mit die beste Serie. Ich muss sagen, ich kann Friends halt aber mehr rewatchen. Also Scrubs? Ja, also Scrubs finde ich auch geil. Aber ich kenne inzwischen schon so viel davon. Und bei Friends habe ich immer so das Gefühl, so, ah krass, die Folge kenne ich noch gar nicht. Stimmt, gerade die alten so. Ja, genau. Und bei, ich auch viele. Ja, und bei Friends sind ja so ganz viele kleine so Bits. Und bei Scrubs habe ich so das Gefühl, da wird so eine mehr ja, so ist eine halt immer eine Story so. Genau, ne? So eine Story. Und immer so, eine überliegende Story, genau, die immer, halt über mehrere und, oder Folgen immer so die auch. Moral von der Folge genau. So gibt es genau. Immer so. Und bei Friends halt einfach immer so geile... es gibt ja immer eine Moral. Aber ich liebe Zach Braff. Und ich habe jetzt angefangen, die Zach Braff
Filme zu schauen. Hast du die Liebesfilme? Garden State? Nee, den will ich gucken, genau. Ja, Garden den State. Will ich auch gucken, weil der wird mir schon ganz oft empfohlen. Lass, soll sau gut sein. Lass ihn zusammen gucken, Gino. Das wird geil. Das wird richtig geil. Treffen wir uns an einem Wochenende. Auf meinem neuen Fernseher. Ja, okay. Hast du einen neuen Fernseher? Ja. Genau. Zach Braff and Chill, okay? Oh, ich liebe Zach Braff. Kennst du diesen einen, das auf YouTube das Video, der Zach Braff, Ode to Zach Braff gerappt hat? So ein super alter Klassiker, nee. YouTube-Klassiker. Nee. Da hat so ein Typ einfach ein fucking Ode geschrieben und dann so gerappt, wie cool Zach Braff einfach ist. Super, echt Klassiker. Mhm. Wish I Was Here ist krass. Ja, genau. Den habe ich angefangen zu gucken. Der Soundtrack ist voll geil. Ja. Da kam ich drauf, da hat Zach Braff eine Insta-Story gepostet, wie er so im Auto sitzt und filmt sich so selbst in den Schwarz-Weißen. Da spielt so der Soundtrack von dem Film. Und da fand ich das Lied so geil, hab das dann eine ganze Zeit lang gehört, habe ich mich mal erkundigt, wie der Film ist. Und hab den, glaube ich, angefangen, hab den nie zu Ende geguckt, weil ich eingeschlafen bin. Ich habe eh so ein Problem, dass ich bei Filmen, also bei mir ist richtig scheiße, wenn ich einen Film geil finde, schlafe ich ganz oft ein. Und wenn ich den richtig scheiße finde, dann gucke ich den immer komplett durch. So. Echt? Ja, ist ganz strange. Ich weiß nicht, warum ich mich bei Filmen, die ich geil finde, einschlafe, eher als bei Filmen, die... Das ist ganz, ganz komisch. Oh, räumst du aus? Das war super nice. Ich schlafe generell. Wenn ich müde bin, schlafe ich, egal wie schlecht oder wie gut der Film ist, ich schlafe safe ein. Ja, so man wird krass, halt so. Ey. Ich merk dann so, wie ich dann so, oh, ich werde müde und so, oh, fuck, ja, ich bin genau. Dann mache ich wieder auf, so, fuck. Oh, fuck. Ja, genau. Ja. Ich hatte bei Guardians of the Galaxy wieder eingefangen, der zweite Teil, der war so fucking langweilig, ey. Ich fand den aber gar nicht nichts so schlecht. Nichts ist passiert. Ja, weil irgendwie war das so, boah, so richtig nichts. Also ich fand den gar nicht so sagend schlecht. Irgendwie. Ja, ist halt einfach nur so ein Fun-Film. Ja, aber ich mochte den ersten Teil, mochte ich. Aber der zweite Teil war so, okay, was passiert hier? Wurde auch gerade eben Dings erwähnt, King of Queens. Das ist auch ohne Scheiß. Ja. King of Queens, so eine starke Serie. Richtig, aber richtig schön. Guckt jemand von euch Kevin Can't Wait? Oder Kevin Can Wait, das ist ja wieder eine Sitcom mit ihm auf Amazon Prime. Das ist auch ähnlich wie... Und Dings, die erste Staffel war ohne Carrie. Ja. Und dann haben sie die Frau sterben lassen, glaube ich, in der ersten... Oh, Spoiler, stimmt, sorry, erzählt, Leute. Hast erzählt, ja. Genau. Und das und jetzt ist da... Sie, da würde ich gerne mal reingucken, ob das wirklich geil ist. Weil King of Queens habe ich eine Zeit lang so gerne geguckt. Ey, das hat so Spaß gemacht. Ja. Einige Folgen fand ich nicht so stark. Also einige Folgen waren so... Ja. Und am Ende wurde es auch ein bisschen Depri, so, wo die mit dem Kind, ja, wo das Kind verlieren mit dem, und so, boah, da mit fand ich auch so, dachte ich so, okay, warum müssen die bei einer... Und Carrie war immer so fucking unglaublich nervig. Ja, ja, Carrie, so ich habe auch nervig. So gedacht, oh mein Gott, warum? Ja, es war einfach warum so ein schlecht geschriebener Charakter, ey, es war einfach... Ja, nicht schlecht geschrieben, sondern unsympathisch geschrieben. Ja, genau, einfach, unsympathisch einfach geschrieben. So unnötig unsympathisch. Vor allem, wenn du, das Krasse ist, wenn du halt King of Queens schaust... Und dann, wenn du King of Queens schaust und spät einsteigst und die zynische, böse Carrie kennenlernst und dann guckst du Rewatch, die erste Staffel. Ja. Ey, das ist ein Turn von 180 so Grad. Ja, am Anfang ist Carrie halt komplett anders. Da ist sie so voll mega lieb und so. Das ist richtig krass. Richtig krass. Der, genauso wie bei Breaking Bad war da auch die Frau so. Die ja, Stimme der Vernunft, aber das musste ja auch. Ja, gut, aber da ist noch ein bisschen nachvollziehbar. Ist auch keine Sitcom so. Ja, stimmt. Aber die mochten die trotzdem, Skyler. Mochten sehr, sehr viele Leute, nicht? Guck dir Sopranos an. Oh, wollte ich schon tausendmal gucken. Habe ich sogar mal angefangen. Fängt Sopranos nicht sogar 3:4 an und wird später erst 16 sein? Oder ist die ganze Zeit 3:4? 4:3 meinst du? 4:3, genau. Oder war das The Wire? Ich weiß es nicht. Wurde mir schon sau oft empfohlen, habe ich irgendwie noch nie gemacht. Sopranos ist eines der besten Serien der Welt. Sopranos? Hast du die schon gesehen, Gino? Mhm. Ach, echt? Ja, weil Eddie, das ist auch Eddies Lieblingsserie hier. Okay. Und hast du komplett geguckt? Ja. Krass. Was ist deine Lieblingsserie? Auch so, das hast du eine Lieblingsserie, Gino? Meine All-Time? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ja, so eine Frage. Also so eine Serie, oder es muss ja nicht jetzt, einfach nur so eine Serie, die du gerne guckst. Die immer wieder, oder keine Ahnung. Ja, wir hatten ja vorhin schon, OC ist halt so ein Ding. Friends. Oh, echt? Aber OC wäre in deiner Top... Ja, nee, okay, pass auf. So. Friends auf jeden Fall ganz oben ja, mit dabei. Ja, Friends, super. Serie, ja, ich, Real-Time-Serien habe ich halt nicht so, also Anime gucke ich halt super viel. Guckst aber du noch, immer noch?
Ja, also aktiv gucke ich halt One Piece, aber schon seit Ewigkeiten. Mhm. Und ja, jetzt habe ich keine Serien mehr. Manche Serien, Anime-Serien, die habe ich ja, die kann man da so weggucken, weil es eine Staffel oder zwei Staffeln ja nur sind, wie Attack on Titan zum Beispiel oder Haikyuu. Haikyuu ist ganz, ganz oben mit dabei als Anime. Kenne ich gar nicht. Volleyball. Ach echt? Ja, geil. Ey, am Anfang, ich hatte so einen riesen Hemmschwelle, so ich gucke mir doch kein Volleyball-Anime an, ey. Aber nach, spätestens nach der zweiten Folge war ich so gehuckt, ich habe das in einer Woche alle drei Staffeln gebinged. Aber das Krasse ist so. Bei Anime, die schaffen es ganz oft einen mit, also es gibt auch so Schlittschuhlaufen, Anime Essen, Anime und trotzdem schaffen sie es jedes Mal, dass man es voll geil findet. Zu gucken, genau, das ist krass. Aber so Realtime-Serie, ja, ich muss, also Breaking Bad muss ganz, ganz oben sein. Also ja, schon sehr, sehr weit ja, oben. Ja, Breaking Bad war eine super geile Serie, aber ich habe die nur einmal rewatcht. Ach und, so, und ich hab, das? Und ich habe das Gefühl, das reicht mir jetzt auch. Ich habe das ach alles so, gesehen. Definierst du das so? Ja, weil also es gibt Serien, da denke ich mir, oh, die muss man wieder gucken. Ich muss auch sagen, bei mir ist so Lost so ein Guilty Pleasure. Die habe ich sehr oft rewatcht. Ja, und Lost habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt. Ah, immer noch nicht, Gino. Ja, weil langsamer Zeit. Ja, weil du hast zwar gesagt, guck die, aber ich habe halt so viel Negatives gehört, weil so viele Fragen nicht es ist auch aufgeklärt so, es ist auch so ein bisschen leichtere Kost, es ist so ein bisschen trashig. So. Also nicht trashig, sondern es ist halt, es ist kein Breaking Bad oder es ist kein Sopranos oder so. Hier wird auch Mr. Robot wird ganz oft genannt und Fargo. Ja, ja auch geil. Aber Lost kann, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich das damals im Fernsehen gesehen habe und dann habe ich angefangen, da mitzurätseln und wollte wissen, was das Geheimnis ist der Insel. Ey, und ich habe so viel darüber gehört, dass es halt cool ist, aber ganz viele Fragen und die Fans dachten sich, okay, die Fragen werden bestimmt irgendwann aufgelöst, aber da war einfach so banales, dass irgendwie nichts so wirklich geklärt wurde. Genau, das ist halt, das war so unbefriedigend, also nicht nur unbefriedigend, es war wie ein Schlag ins Gesicht so für alle Fans, die dachten, da kommt eine Erklärung, die wenigstens halbwegs plausibel ist, so? Nee, nicht plausibel, sondern dass du denkst, ah krass, die haben sich die ganze Zeit Gedanken gemacht. Ja. Aber das Ende ist einfach so eine krasse Verarschung, wo du denkst, so, ey, ist das euer Scheiß ernst? Und damit habt ihr jetzt uns 6 Staffeln oder keine Ahnung. Ja, das ich. Und wenn ich das schon von vornherein weiß, denke ich mir, das, das stimmt. Dann ist die Hemmschwelle anzufangen noch größer. Weiß ich nicht. Muss ist bei Mystery nicht. Doch immer so. Na nee, ich glaube, es gibt auch gute Mystery-Serien. Was mit Fringe? Ist Fringe nicht gut? Weiß nicht, Detective Conan ist gut. Der Prinz von Bel-Air ist auch geil. Oh ja, Prinz of Bel-Air kann man auch wirklich. Aber habe ich schon lange nicht mehr. Columbo habe ich als Kind immer geguckt, das war geil, ey. Columbo habe ich nicht gesehen. Columbo gar nicht? Nee, so Mystery-Zeug. Stargate hatten wir ja schon, Stargate und MacGyver. A-Team. Ja. Stimmt, ja, aber A-Team hat mich verloren, als ich ein bisschen älter wurde. Ich glaube, so ab so 13, 14 konnte ich gar kein A-Team mehr gucken, weil es war es ist immer derselbe, immer also keine Ahnung, 300 Folgen, das stimmt. Es ist immer derselbe Aufbau, immer. Ja, das stimmt, also aber bis ins Detail so, Hannibal ist am Anfang immer verkleidet als ein anderer. Am Anfang ist immer irgendwas so, okay, wir suchen das A-Team. Ja, suchen Sie wirklich das A-Team? Ja. Ja, und dann so, ja, Sie haben es gerade engagiert. Und dann nimmt er seinen falschen Schnurrbart ab und du denkst dir, oh, holy shit. Und dann immer. BA will niemals ins Flugzeug. Dann gehen die hin, hauen den voll auf die Fresse, die Bösen hauen ab. Dann fährt das A-Team in einen Hinterhalt, wird gefangen in einem Schuppen. In diesem Schuppen sind immer Druckdampfpistolen und Schweißgeräte. Dann bauen die immer irgendein Fahrzeug so um, dass sie durch die Scheunentür brettern können. Und dann gibt es eine Schießerei, bei der noch nie jemand getroffen wurde und mindestens ein Auto flippt. Und dann ist es fertig. Und es ist immer dasselbe. 200 Folgen. Du hast gerade A-Team gespoilert, Mann. Sorry für den Spoiler. Falls ihr A-Team geil findet. Nein, das ist ja auch geil. Das ist halt nur das Gleiche. Hier wird gefragt, kocht ihr gerade um 0.55 Uhr? Ja, wann denn sonst? Ja, wann sonst? Das Beste ist, ja. Knight Rider, die laut damals richtig geil. Matteo sieht die One Punch Man an. One Punch Man habe ich geguckt, die ersten 5, 6 Folgen fand ich richtig, richtig geil. Deswegen habe ich auch die eine Mental vs. Korea Folge mit One Punch Mental gemacht. Ja, stimmt. Aber habe ich dann aufgehört. Wie bei ganz vielen guten Anime, die ich echt geil fand. Auch so Tokyo No Terror. Ach, ich habe super viele Anime einfach aufgehört, keine Ahnung. Knight Rider ist derselbe Crap. Also ist jetzt nicht scheiße Knight Rider, aber also früher war es geil. Früher war Knight Rider richtig geil. Nicht, aber ich sag mal, aber es ist genau dasselbe so. Wieder so. Okay. Ja, das ist halt diese. Sag mir, wie viele Personen in dem Auto sind. Michael, in dem. Immer so. Wo denkst du, okay. Das stimmt. Aber was ist denn deine Serie, die du immer wieder außer Lost?
Ja, Friends, also wie gesagt. Ich, halt ich würde auch nicht eine gute Serie damit definieren, dass ich die fünfmal gucken kann. Also nee, Breaking Bad ist halt schon, so eine fucking abgeschlossene epische Historie. Absolut. Die muss ich nicht 10-mal gucken. So. Ja, und halt, aber also, in dem Moment hat mich die richtig weggeblasen. Was halt so Charakterentwicklung angeht, ist Breaking Bad auch die krasseste, glaube ich. Also auch alleine Hank. Also was der für ein Character-Arc hat, ist halt richtig krass. Und was für also, Twists und diese, diese und ist immer so spannend. Das Zwischenmenschliche. Und ich glaube, also es gab keine, in keiner Serie hatte ich jemals so Angst um alle Darsteller, genau, ob die jetzt um die alle sterben. Richtig, genau. Genau, und du hast immer Schiss, oh mein Gott, die kommen, wie sollen die da rauskommen? Das war halt immer krass. Und gerade halt die letzten beiden Staffeln und explizit die letzte Staffel ist halt so eine fucking Achterbahnfahrt. Ja, ja, absolut. Das gibt es nicht. Das ist halt, absolut. Das ist halt in Perfektion in Serienform. Das ist ja, die wilden 70er ist auch super. Sneaky Pete habe ich auch angefangen, fand ich ganz sympathisch, muss ich sagen. Sneaky Pete, er ist so krass, ich habe bei dem Rewatch von Friends, da sieht man einfach, dass fast also halb Hollywood kommt in Friends vor. Sneaky, ja, Sneaky Pete ist ja der Bruder von Phoebe. Okay. Weiß nicht, ob du den kennst, den Schauspieler. Sneaky Pete ist. Dann da ist halt, da ist Robin Williams dabei, Bruce Willis. Jeder ist dabei. Brad Pitt, Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme. Ja, ja, die kommen da alle vor, so in irgendeiner Folge. Das ist so krass. Das war ähnlich wie Simpsons, da kam doch auch jeder. Ja, aber jeder Simpsons vor. Ist ja nicht. Ist naja, nicht aber mit den Stimmen, mit den Stimmen. Ach so, ja, die Stimmen, ja, stimmt. Ja. Da wollte doch jeder mal bei den Simpsons sein, weil wenn du es einmal bei den Simpsons geschafft hast, hast du es auch wirklich geschafft. Mhm. So als Walking Dead wird hier genannt. Ich muss sagen, Walking Dead ist richtiger Scheiß, aber ich guck's trotzdem. Weil, also, Walking Dead ist so scheiße geschrieben, aber ich hab's trotzdem immer wieder geguckt. Aber es wird immer schlimmer, Leute. Die erste Staffel fand ich noch nice. Und irgendwann denkst du dir, ey, ist das euer scheiß Ernst, dass ihr. Aber egal, da könnte ich jetzt mega lange abranten drüber. Ja, habe ich nie. Aber kann man trotzdem gucken. Habe ich bis in die erste Staffel gesehen. Ist halt so ein Guilty Pleasure. Ich würde Walking Dead auf jeden Fall zu Guilty Pleasure zählen. Okay. Guilty Pleasure, hm? Ja, auf jeden. Nicht? Ja, ja, ja. Ich überlege nur gerade, was. Guilty Pleasure wäre dann sowas wie. Ja, was kacke ist, aber du guckst trotzdem, ja, weil, ja, das irgendwie, weil du Spaß dran hast. So. Dings, Buffy, Mann der Dämonen. Das habe ich ja geliebt. Buffy war früher mega erfolgreich. Ja, es war auch, glaube ich, erfolgreich. Aber ich weiß nicht, ob es schlecht war, aber. Bei Akte X kamen auch viele Akte vor. Akte X, ja. Guckst du das neue Akte X? Ach, stimmt, da gibt es das neue. Wie ist das neue Akte X, Chat? Wer kennt denn das? Seinfeld ist super geil, das fand ich richtig nice. Wobei, Seinfeld ist auch so ein Phänomen. Ich finde Seinfeld, da finde ich Seinfeld selbst, also den Hauptdarsteller. Ja, er macht das halt alles aus. Den finde ich kacke. Was? Ach so, ich dachte, er macht. Nein, den finde ich voll kacke. Nein, den finde ich völlig unsympathisch. Ich finde Kramer und George voll geil. Okay. Und von den beiden lebt die Serie eigentlich, für mich. Also keine Ahnung, das ist ein persönlicher Eindruck. Dexter wird hier ganz oft noch genannt. Dexter hat mir mein Bruder tausendmal empfohlen, hat gesagt, ey, guck das, das ist so geil. Mhm. Dann habe ich angefangen und bin dauernd eingeschlafen und kam nie über die Folge 3 oder 4 hinweg. Musste immer dann wieder anfangen. Und ich glaube, es ist geil, aber es hat mich, muss ich vielleicht mal nachholen auf jeden Fall. Matteo, guckst du alleine Serien? Weil ich habe das bei mir nie. Immer so, ja genau. Null. Ich habe das bei mir immer so gehabt, als ich mit meiner Freundin zusammen gewohnt habe, dann habe ich halt so gefragt, ey, hast du Lust auf die Serie? Okay, lass mal gucken. Und dann hat man halt zusammen mal so geguckt, dann konnte man so ein bisschen Erinnerungen teilen und halt über die Serie reden und so. Ja. Alleine, hey, ich versuche immer Leute irgendwie zu, hey, kennst du die Serie schon mal und nicht zusammen gucken? Das ist halt immer so, alleine will ich die nicht gucken, weiß nicht. Ich will, das mir ganz genau, ich will das mit jemandem zusammen ich, bestreiten, diesen Weg. Genau, so. Als ich mit meiner Freundin noch zusammen war, haben wir halt alles geguckt. Suits, Prison Break, genau, How I Met Your Mother. Genau. Wir haben alles so und es hat voll, es macht richtig Spaß. Bock gebracht, wenn man also, da, hat, so, also dafür sind Beziehungen halt richtig geil. Weil du, bei Serien. Nein, weil du immer jemanden hast, mit dem du Serien komplett durchbingen kannst. Ja, so. Ja, weißt ja, du, genau. Du sagst, okay, dieses oder Wochenende. Halt gucken einfach, nicht bingen, aber einfach nur zusammen genießen. Ja, aber so. Einfach so, ja genau. Und das hat mega Spaß gemacht. Ja. Und aber sonst, alleine ist echt schwer, muss alleine ich sagen. Ist richtig, richtig ist schwer. Mache ich auch eher selten. So da gucke ich eher Streams und so. Ja, genau. So Sachen, aber so wo man Geschichten ja. gucke ich auch lieber mit Leuten zusammen. Suits auch eine gute Serie, muss ich sagen. Hat auch Spaß gemacht. Habe ich immer aufgehört, Suits. Ich gucke alles mit meinem Bruder. Ja, genau. Also wenn ja, man noch, ey, wenn, wenn man jemanden hat. Wenn man mit seinem Bruder zusammen wohnt oder so. Ich habe damals auch Lost mit meinem Bruder geguckt. Also, keine Ahnung. Aber auch nur den Anfang. Witzig, mit so. Meinem Bruder hatte ich noch nie den. Ich habe meinem Bruder damals immer beim Videospielen zugeguckt. Also, also irgendwelche Sachen, die ich mich nie getraut hätte, Silent Hill und so. Ah, okay. Habe ich immer, nicht gar nicht gespielt, aber nur zusammen
gesessen und geguckt, wenn er gezockt hat. Aber ich habe halt mit meinem Bruder, wahrscheinlich über 10.000 Stunden Halo gespielt. Ja? Damals eine Xbox zusammen gehabt und dann Splitscreen all day long, every day. Das war so, das hat so Bock gemacht. Das war auch meine beste Gaming-Erfahrung ever. Okay. Mit meinem Bruder einfach Halo zu zocken, das war einfach das Allergeilste. Ja, also solche Verbindungen hatte ich nie mit meinem Bruder. So. Ja, mein Bruder und ich, wir sind 6 Jahre auseinander und am Anfang war das auch so, eher so, was wir verschiedene Interessen hatten. Aber dann, als mein Bruder dann so so alt wurde, dass er halt sich für so Videogames und so Science-Stuff interessiert. Mhm. Da hatten wir dann so voll viele Themen, über die wir voll gequatscht haben. Also Filme, Serien, Videospiele. Auch das Internet haben wir so ein bisschen so zusammen entdeckt. Da war mein Bruder sogar vor mir so drin, hat so Foren und so geschrieben und so. Und meinte dann so, ey, guck mal hier, Halo Forum, voll krass. Und Halo Reddit, so schon ganz früher, als es halt noch so gar nichts gab. So. Ja, und ich so, ja krass, hab ich so angeguckt. Geil, ey, richtig cool. Ja, ich wünschte, ich hätte das ein bisschen gehabt, aber mein Bruder war da gar nicht so drin. Der war lieber der ist rausgegangen, hat Drogen genommen, so ungefähr. Ja, ich war ja auch so, also mein Bruder war halt der immer so drin war. Und ich war der immer so draußen unterwegs war. Aber ich bin dann irgendwann halt später halt auch reingekommen, so, ja. Der bessere Richie Pandy. Ja. Matteo ist nicht der Italiener, den wir verdienen. Ja. Nee, nicht den wir brauchen, sondern den wir verdienen. Hier wird nach den Halo-Filmen gefragt, ob ich die gesehen habe. Ich habe diese Halo-Short-Filme, also diese Kurzfilme mal gesehen. Und da gab es dann so eine Serie, aber die habe ich nicht ganz, da habe ich reingeguckt, fand es aber nicht so geil. Es war ja die ganze Zeit im Gespräch, ob Peter Jackson eine Halo-Serie macht oder Steven Spielberg. Und jetzt heißt ja wieder, dass Steven Spielberg die machen soll, aber ich glaube da nicht mehr dran, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich freue mich, ich hoffe, das nächste Halo wird wieder geil. Das Spiel? Ja, das Spiel, genau. Und ich hoffe, dass sie die Master Chief Collection fixen. Also da, wo, naja, egal, anderes Thema. Okay. Kann ich mir auf jeden Fall mal wieder Halo ansehen. Ich muss auch sagen, bei mir ist es krass geschiftet von, früher war ich halt so mega, also leidenschaftlicher Konsolenspieler, hab halt nur auf Konsole eigentlich gespielt und eigentlich ganz selten auf PC. Auf PC habe ich dann immer nur so Command & Conquer oder sowas mal gezockt oder so. Aber ich war immer so Consolero. Und jetzt mit Steam und hat sich das so krass geändert, dass ich halt so geil, also ich fahre so auf PC-Spiele ab, weil du halt alles super easy installierst, ja, du kannst auch einen Controller am PC spielen. Genau, vor allen Dingen, genau. Es gibt das keinen Unterschied wollte mehr. Ich sagen, ich habe meinen Rechner einfach an den Fernseher angeschlossen, habe ein Xbox-Pad und dann schalte ich einfach auf den Fernseher, so Witcher zum Beispiel, zocke ich natürlich auf der Couch auf dem Fernseher, ist aber Steam, so. Oder GOG ist es ja sogar. Das ist eben das Praktische, du kannst halt mit einem guten Rechner kannst du eben alles zocken, so. Selbst auf der Couch. Das Ding ist halt nur, weil ich halt auch so ein Konsolenjünger bin oder halt ein super Fan bin, sowas wie God of War hier oder sowas wie Nintendo-Zeug. Das hast du natürlich nur auf der Konsole. Ne? Das ist halt eben deswegen das Beste natürlich, wenn du alles hast. Das ist natürlich, wenn du einen geilen Rechner hast. Stimmt's auch. Ich muss sagen, die Nische für Konsolen wird immer kleiner. Also die Gründe, sich eine Konsole zu holen, also zum Beispiel bei mir zum Beispiel, die Xbox. Ich war mega der Konsole, also der mega Xbox-Fan. Seitdem Xbox auch die Windows 10-Unterstützung hat, ja, das Play Anywhere halt. Play Anywhere, und da wird halt so, da wird die Luft halt dünn. So. Da sage ich mir so, okay, warum muss ich mir eine Xbox One X holen? Richtig. Welches Spiel? Richtig. Also weißt du, weil eine Konsole kaufst du dir, weil du genau dieses Spiel nur darauf spielen kannst. Bei PlayStation ist es noch der Fall. Es gibt mega viele geile Exklusivtitel, die es nur auf der PlayStation gibt. Und Switch halt so, ne? Das genau, ist Switch halt ja sowieso, so Nintendo Sony und alles. Und, ja, das stimmt. Nintendo so. Aber bei der Xbox, die machen es aber, also die wollen sich halt breiter aufstellen, kann ich verstehen. Aber ich finde dieses Play Anywhere ist vielleicht nicht Killer, smart, kein Killer smarter für Zug, die Konsole aber, eben, ja. Aber es ist geil, dass sie halt sagen, so, ey Leute, wenn ihr mehr Bock auf PC habt, dann zockt halt auf PC. Genau. Sea of Thieves ist halt Xbox Exclusive, ne? Das ist halt nicht, aber was halt Microsoft. Achso, Microsoft, ja, ja. Aber, so, aber das ist halt für die Xbox, der erste große, oder was heißt der erste, aber einer der großen Titel, weshalb man sich die Konsole holt. Oder man hat eben einen Rechner und dann zockt das eben darauf. Und nee, aber gerade bei Sea of Thieves holt man sich ja keine Konsole, weil es genau, ja auf PC geht. Genau das ist das Ding. Also wird aber vermarktet als Xbox One also X. Der System-Seller war bei Xbox eigentlich immer Halo am Anfang. Genau, oder Gears of War oder so. Aber am Anfang war es wirklich, also Halo 1 hat, glaube ich, einfach die Xbox 1, also die Original-Xbox,
hat es einfach in den Markt katapultiert. Genau, das war so krass. War bei mir genauso. Ich habe Halo gesehen auf der Xbox 1, also auf der Original-Xbox, und dachte, okay, krass, ich brauche einfach eine Xbox. Das ist das geilste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Ich brauche das. Und so haben die halt dann, sind die in den Markt reingegangen, wo ja PlayStation und Nintendo damals noch mega krass dominiert haben. Und dann mit der 360 haben die so viel Gutes gemacht. Da kamen so viele geile Spiele aus. Sick, ne? Die 360 war so eine geile Konsole. Du hattest so viele Spiele, die mega Bock gemacht haben. Und dann auf einmal, keine Ahnung, wo die Kehrtwendung herkam, wollten die aus der Xbox so eine Multimedia-Konsole machen, wo man sagt, ja, die stelle ich mir ins Wohnzimmer. Die Xbox 1 war immer eine Multimedia-Konsole. Die war, das war Xbox, die One. Xbox Live Media Player war immer das Beste. Ja, aber ich meine ja, die wollen diese Sports, weißt du, diese behinderte Pressekonferenz, wo die Xbox. Ach so, mit dem. Ach so, das meinst Xbox du. Xbox One, Sports, TV, bla bla bla, wo alle Gamer so dachten: so, okay, what the fuck, was ist denn jetzt los? Was macht ihr gerade mit einer Konsole? Das ist ja. Das soll kein Home Entertainment Center werden, wir wollen Videospiele spielen. Und jetzt haben die langsam die Kehrtwendung wieder so gecheckt, aber es ist, glaube ich, zu spät einfach so. Ich glaube auch, die Xbox ist halt. So mehr oder weniger, es gibt keinen Grund, die Konsole sich zu holen, wenn man halt einen PC hat. Die Pizza wird ein Brett, wenn er so weiter drückt. Ja, ich will, dass die hier schön breit wird. Ich bin noch nicht am Hunger. Geht nicht, dass sie so klein bleibt. Also. So. Xbox 360 war wirklich klasse, neben der PlayStation 2 und dem GameCube das einzige, was den PC Konkurrenz gemacht hat. Ja, ohne Scheiß. Es gibt so manche Systeme, die einfach so voll krass im Markt dominieren, wo einfach jeder sagt, also ich brauche diese Konsole. PlayStation, weil PlayStation 2 war richtig krass. Ja, und die 1 halt auch schon. Also beide, 1 und 2 beide waren halt beide sick. Das stimmt. Bei der 3 hat es, glaube ich, ein bisschen nachgelassen, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt so die 4 und Pro ist so, ja, kann man haben, aber ist auch nicht so, dass du dann mega viel zockst, oder? Ja, je nachdem, was du halt zockst. Ne? Also genau, für die Exklusivtitel halt wieder. Aber es gibt Exklusivtitel, ja. Aber da muss ich sagen, da buttert Sony schon gut rein. Also das stimmt. Das ist schon ganz nice, was man da bekommen kann. Wenn man eine PlayStation hat, ist man, glaube ich, schon gut versorgt. Mhm. Also das ist schon irgendwie jetzt... Verstehe mich nicht falsch. Ich hätte auch mega Bock auf eine Xbox One X, um da Halo zu zocken oder sowas. Aber viel es ist halt dann immer sehr nischig. So. Ja, das Ding ist, dann gibst du halt eben 400 Euro oder 300 Euro für eine Konsole aus für ein Game. Und hast dann so zwei Spiele, die du zockst. So, genau, weißt du, das ist halt so das Problem. Das ist eben das Ding, ja. Ich mochte die Dreamcast damals. Hatte ich leider nie. Dreamcast, ich glaube, da habe ich ein paar Mal gezockt. Das war ja dieser Kasten, ne? Dieser graue Kasten, genau, mit dem großen Controller, mit dem Display. Ah, nee, ich habe gerade mit GameCube verwechselt. Achso, nee, das war dieser lila Kasten. Mhm. So, okay, ich schneide nochmal Knobi. Lila Quadrat, das war so süß. Ich habe die Konsole geliebt, ey. Das war meine erste richtig, richtig eigene Konsole. Der GameCube, ey. So, die man teilen muss oder sowas, sondern, achso, ist unten da auch noch ein Mülleimer eigentlich? Ja. Es war so, ich habe mich so verliebt in die Konsole mit Smash Brothers und Wave Race und Mario Kart und Tales of Symphonia. Es waren so fantastische Titel, die ich einfach mit meiner Jugendlichkeit verbinde. Das war super klasse. Toll, das ist alles meine Lieblingskonsole in der GameCube. Wind Waker, schön. Mario Sunshine, richtig, richtig cool. Boah, fuck, wir haben keine Pilze. Das fehlt auf der Pizza. Also die Pizza wird nicht so schmecken wie gestern die. Mhm. Wir haben, die haben wir gestern alle verbraucht. Also keine Pilze, Gino. Ja, das ist okay. Ist okay? Ja, das ist okay. Da mache ich ein bisschen Zwiebel. Was sagt denn der Chat eigentlich so? Eternal Darkness. Oh nee, keine Dosenpilze da, Kappa. Hä, die sind lecker, Leute. Jetzt verurteilt man nicht. Wer Pilze auf eine Pizza tut, isst auch Kinder. Ich würde ein Kind essen. Ich auch. Bin schon mega zart. Hast du schon mal Menschenfleisch gegessen? Nein, Gino ist verboten in Deutschland. Ach so. Dann habe ich es natürlich auch noch nie gemacht. Ich würde gerne wissen, wie es schmeckt, aber ich will kein Verbrechen begehen, um das zu tun. Aber ich würde gerne wissen, man kann es ja züchten, oder? Man könnte es ja züchten. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie ist denn das, wenn man es brät? Ist es weiß oder ist es rot? Kommt drauf an, wie fett du bist.
Nein, welche, welches, die Farbe. Welches Teil vom Menschen. Ach Quatsch, Gino, das hängt doch nicht vom Teil ab. Na klar. Ein Rind ist auch immer rot und ein Schweinefleisch ist immer weiß. Egal, ja, welches Teil. Ach so, so meinst du das. Ja, wie ich dachte, ja, aber je nachdem, wie viel Fett du hast halt, ne? Nein, Gino, das hat doch nichts mit Fett zu tun, sag mal. Willst du mich verarschen gerade? Kommt drauf an, was du von ihr rausschneidest. Das hat nichts mit dem Fett zu tun. Nein, das hat einfach mit der Eigenart der Muskulatur, mit dem Gewebe zu tun. Ja, ja. Willst du mir erzählen, dass wenn du ein besonders gutes Stück Hühnchen rausschneidest, dass du auch rot braten kannst? Kommt drauf an. Ein Hase und ein Karnickel zum Beispiel. Hase ist sehr fettreich und ist dunkel. Und Karnickel ist weniger fettreich, ist hell. Bei einem Hühnchen genauso. Das heißt, ein fettes Schwein ist eher hell und ein mageres Schwein ist eher... Ein Hühnchen ist ja so gezüchtet, das ist halt so, was hast du, Hühnchen, Brust oder sowas, ne? Der verarscht mich, oder? Chat, der verarscht mich, oder? Chat, der verarscht mich schon wieder. Ist wirklich so. Gino trollt am laufenden Band. Die ganze Zeit. Kann man nichts glauben. Kann man nichts glauben, dem Mann. Ich kann dir mal meine Nichte vor die Nase halten, wenn sie Windeln voll hat. Mal gespannt, ob du dann auch immer noch Kinder essen willst. Ja, ist ja genauso, wie als wenn man sagt, ich halte dir Kuhscheiße vor die Nase. Ob du das, Kühe essen willst. Und willst du trotzdem noch Steak essen? Dann sage ich, ja. Haben wir hier so einen Lappen zum Abtrocknen? Wurde Minecraft geschafft? Nein, wir wurden geschafft. Minecraft hat uns zerstört. Minecraft hat uns kaputt gemacht. So. Das ist ein richtig geiles Waschbecken. Ja. Das ist aber glaube ich gar nicht Keramik, sondern das ist das ist tatsächlich Kunststoff. Wir hatten auch so eine Kunststofffläche, die so wie Stein war. Wie so ein Stein. Das ist richtig geil. Das ist echt geil, ja. Also es fühlt sich halt voll gut an. So, also dann legen wir mal los. Ich brauche einen Löffel. Genau, also ich finde das eine gute Arbeit. Also sogar für mich, obwohl ich so klein bin. Aber für euch große Leute ist ja eh gut, wenn die Küche hoch ist. Oh, Mikro ist aus. Gino? Nee, meins. Oh, kannst du? Nee, meins auch. Meins auch. Okay, kannst du. Sven, kannst du mitnehmen direkt? Jetzt hör auf! Gino! Nice. Hallo, Chat. Wir haben Batterien getauscht. So. Wir mussten gerade Batterien tauschen, weil... Wie lange streamen wir jetzt schon? Na, seit 15 Uhr, ne? Seit 15 Uhr, das sind, ich kann nicht rechnen, 10 Stunden? Wie spät ist denn das? 1 Uhr dann? Ja, so 1 Uhr ungefähr. Ja, dann ist 10 Stunden, ne? 10 Stunden Easy Stream. Oh, ich weiß nicht, wie bald ich wieder Minecraft spielen kann. Ey, das war schon sehr devastating so. Ja, immer so, das alles zu verlieren, dumm, den ganzen Progress. Vielleicht sollten wir nicht auf Hardcore spielen. Ja, doch. Doch schon. Okay. Ja, ich finde halt einen Monat später so. Ja, also genau, einmal im Monat kann man es probieren. Ja, das ist okay. Finde ich auch okay. Aber jetzt nicht nächste Woche oder so. Nee, einmal im Monat reicht safe.
Da muss man auch nicht mehr. Wir können ja mal ab dem Release, können wir Conan Exiles uns mal angucken. Das können wir uns auf jeden Fall mal ansehen, da hätte ich Bock drauf. Ja. Auf jeden Fall mal machen. Vielleicht am Sonntag oder so. Jetzt oder? Ja, ich muss mal gucken, wann es released wird. Wir müssen gucken, ob wir es bekommen oder wir kaufen es einfach. Müssen wir mal schauen. Matteo. Ja, Gino, ich weiß. Du weißt, vergisst, mit wem du redest. Das stimmt. Ein Spiel bekommen, ein leichtes. Ich guck mal, wann das released wird. Ich habe gehört, nächste Woche. Weiß es jemand bei euch im Chat, wann Conan Exiles den Full Release bekommt? Hat schon jemand was davon gehört, ob es jetzt geiler sein soll oder ob das jetzt einfach nur auf dem Markt geworfen wird? 8. Mai. 8. Mai wird hier geschrieben, okay. Das heißt, nächsten Dienstag. Ja, wir könnten es direkt am Release auch zocken, wenn wir es da haben. Das wäre eigentlich noch smarter, das direkt am Release zu zocken. Du musst mal gucken, wann du Zeit hast. Dienstag, ne? Das kann ich nicht, aber wenn wir das vielleicht... Na gut, muss ich echt gucken. Ne? Wir müssen einfach mal gucken. Himmelfahrt, ja. Ne? Ach so, da ist... Donnerstag ist Himmelfahrt. Ah, okay. Matthias Pizza werden eh nicht knusprig wegen 10 Liter Öl. Leute, das ist nicht zu viel Öl. Macht euch keine Sorgen. Und Öl macht doch gerade was knusprig. Es wird dann wie frittiert. Aber die Pizza wird eh nicht knusprig. Wir können die in der Pfanne dann vielleicht nochmal echt machen. Und dann nochmal... Ah, wir essen erstmal so. Okay. Passt schon irgendwie. Sieht aber schon gut aus, finde ich. Also. Nur Tomatensauce und Käse. Sieht schon ganz gut aus, ja. weiß Matteo eigentlich, dass The Forest 1.0 released wurde? Ja, habe ich vorhin gehört. 1.0? Ja, also die Vollversion jetzt von The Forest. Ich würde es ja auch nochmal machen, aber das Problem bei The Forest auch gerne machen. Ist halt, ja, wir haben es halt schon oft angefangen. Also The Forest könnten wir beide auch zocken, Gene. Das ist nämlich auch so Horror. Ja, das ist halt eine Reihe, die wir machen könnten, theoretisch. Na, aber ja. Zu viert ist, glaube ich, auch geiler, oder? Ja, das Problem ist, bei zu viert, das habe ich vorhin schon gesagt, ist mega schwer, 4 Leute immer zusammenzubekommen. Weil dann fängt man zu viert an, was cool ist, dann in der nächsten Folge kann der eine nicht, dann kann der eine nicht und so. Und deswegen ist dann schwierig. Also wir haben noch The Forest auch mal zu zweit angefangen, weißt du? Ja, wir haben das auch entdeckt bei KK24. Stimmt, du hast recht. Und dann haben wir ein paar Mal gezockt. Und dann haben wir gesagt, nee, ist so schwer. Ja. Oder irgendwie, ja, das könnte auch ein Ding werden, stimmt. Ich meine jetzt Full Release. Full Release? Wie endete Minecraft denn mit einem Tod? Wir sind gestorben in der vierten Welt? 5. Welt. Die 5. haben wir so beendet. Stimmt. Mit Endertod. Bei mir. Ja. So. Wir hatten 2 Creeper-Tode. Ich bin Creeper, oder? Ja. Ich war Ender und was war Zombie einmal, so ganz viele. Ganz am Anfang. Zombie, weißt du? Ender, genau. Creeper, ja. Creeper, Zombie, Ender. Ja. Fuck. Weiß Matteo schon, wann er Resi 7 spielen muss? Wir machen uns dann einen Termin und machen ein richtiges Event. So. Ja, und vor allem müssen wir auch das Setup hier klären. Genau, ne? Das dauert noch. Also ja. Das wird jetzt nicht in nächster Zeit passieren. Würde jetzt nicht nächste Woche sein. Genau. Dann machen wir mal einen schönen Sonntagabend oder sowas. Genau. Das Schlimme ist, ich erinnere mich noch ein bisschen an Resi, an ein paar Ausschnitte, aber ich glaube, vieles habe ich auch wieder vergessen. Ja, gerade der Anfang ist halt so krass, ne? Der ist halt geil. Und deswegen, wir werden ja auch nur die ersten 2-3 Stunden spielen. Genau. Weil ich glaube, VR ist halt nochmal 10-mal stressiger. Also da wirst du einfach... Safe ist es stressiger. Ja. Boah, einige Momente, ne? Die waren ja richtig krass. Ja. So. Das Gute ist, die Pizza brauchst du im Ofen dann nur so 10-12 Minuten. Dann können wir direkt essen. Meine Stimme geht gerade ein bisschen weg, merke ich gerade. Gino, muss mir noch einen Key für morgen schicken. Ist mir gerade aufgefallen, sagt Leon. Hauke hatte doch beide Keys, Mann. Der kümmert sich auch um nichts. So. Was spielt Leon? Ja, die spielen auch Britannia. Ach, Shogun? Nee, nicht Shogun. Total War Britannia. Ja. Ich schicke dir das, Leon, und zwar auf Slack. Warte mal, lass mich mal gucken. Lass mich mal gucken, please. So, dann kriegst du von mir, Leon, diesen Code hier. Ich weiß nicht, welchen... du kriegst von mir beide Codes, Leon. Ich weiß nicht, welchen Hauke benutzt hat. Wahrscheinlich den oberen. Aber ich schicke dir einfach beide Codes und wahrscheinlich ist deiner dann der untere. Du hast mir sogar auf Slack geschrieben. Jupp. Und bam. So, ich habe dir beide geschickt. Viel Spaß.
zocken das morgen. Das finde ich geil, ne? Finde ich cool. Vor dem Release könnt ihr das nochmal. Das finde ich, sowas finde ich gut. Mhm. Sowas finde ich sehr gut. Okay. So. Ja, wie fandst du denn Minecraft? So das Feeling. So, wir hatten das ja letztes Mal, waren es ja nur die Events, also nur, ne? 50 gegen 50 und so weiter. Das hier, so Enderdrachen-Run, ist ja schon über ein Jahr her quasi, ne? Das ist echt schon wie lange. Wie war das für dich so? Ist wieder cool, aber ich habe nicht mehr so diesen Drang, Minecraft mega lange zu spielen. Das hatte ich früher halt sehr, sehr stark, wo ich dachte so, oh geil, ich habe voll Bock jetzt. Und ich habe schon gemerkt, so nach dem zweiten Tod dachte ich so, oh fuck, nochmal das Early Game. Das war schon so ein bisschen... Hast du sogar gesagt. Genau, hast du nicht nur gedacht. Hast genau, das hat, ja, und das halt so... Ja. Ich glaube... Also es fühlte sich echt so... Maurice meinte eben so, fühlte sich an, wie nach Hause kommen. So, das ist wirklich so, dass so, oh... Das stimmt schon. Cool, aber Matthias und ich, aber... Da würde ich mir eher wünschen, dass wir dann so vielleicht eher ohne Permadeath und dann einfach so zocken und so eine Welt aufbauen, aber da muss man dann mal gucken. Nimmt halt viel den... Ja, so ein Reiz halt, das stimmt, raus, das stimmt schon. Raus. Und das ist halt das Einzige. Aber also für mich war es auch sehr schön, aber ich sehe genauso wie du, früher war es halt so, okay, ich will halt jetzt sofort, ich will nicht 2 Stunden die Woche, ich will super, super viel den ganzen Tag Minecraft zocken. Jetzt ist es so, oh, genauso wie du. So, fuck, wir haben nur noch 6 Stunden, 7 Stunden. Nee, komm, das wird nix. Aber es war trotzdem schön. Ich finde, einmal können wir das ruhig machen. Einmal ein Enderdrachen. Ja, klar. Also einmal im Monat habe ich gar nichts dagegen, so einen Run zu probieren. Es muss halt nur nicht jede Woche sein, so wie früher. So, ne? Ja. Und ich finde es auch gut, weil es halt ein Unterschied oder ja, der Unterschied ist zu diesem anderen Format, 2 Stunden die Woche, so, ne? Mhm. Das nimmt halt noch ein bisschen andere Möglichkeiten hier einfach. Ob wir jedes Mal eine Strafe haben, müssen wir aber. Nee, da müssen wir mal gucken. Ne? Wenn sich was anbietet, ja. Ja. Ist halt, Minecraft ist halt cool, weil man kann halt einfach zocken, man kann quatschen, man kann Sachen bauen, man hat aber auch dieses Adventure-Ding, mittendrin sind Fights und so. Das ist schon eine coole Mischung. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir nie danach wieder so ein Minecraft für uns gefunden haben. Ne? Das war, wir haben es ja versucht. Das ist halt schon sehr unique, das stimmt schon. Super unique, ja. Aber das ist, ja gut, Hunter war ja eine ganze Zeit lang, was du ja viel gemacht hast auch, ne? Ja. Das war jetzt nicht Minecraft, aber so vom Stil her. So, das ist entspannt. Und so. Du kannst trotzdem irgendwie Sachen jagen, du kannst Punkte sammeln, du kannst aber auch mit anderen einfach chillen und mit dem Chat halt chillen und so. Das war halt so ein bisschen Minecraft ja auch, ne? Vielleicht wird Conan ja auch so ein Ding. Ja, und ganz oft wurde uns auch Ark vorgeschlagen, dass wir beide Ark reinpassen. Ich habe selber noch nie gespielt. Marcel zockt das so viel, ne? Bei dem habe ich ein bisschen mal reinguckt. Man könnt ihr auch mal bei Tinendo auf seinem YouTube-Kanal, lohnt sich, wenn man auf sowas eben steht. Habe ich ein bisschen reingeguckt, war auch echt entspannt. Ich weiß halt nicht, ob ich Lust hätte, mich so lange deep in eine Materie einzutauchen, glaub, genauso man, wie du bei was du bei WoW gesagt hast. So, ne? Genau, man halt muss halt so mega viel grinden, damit so da, viel Zeit investieren. Damit da was vorwärts geht. Und das halt so ein bisschen so, denke ich so, ah nee. So grinden, das halt so, wenn es so ganz repetitiv wird, das macht mir dann nicht so viel Spaß. So lange dann. Genau, also wenn es einen kompetitiven Reiz gibt, weißt du, so, keine Ahnung, Ladder grinden oder PUBG-Leute killen, so, dann ist was anderes, weil du hast immer wieder den Nervenkitzel. Aber jetzt irgendwie 2000 Wildschweine abschlachten, damit du endlich das Schwert Level 3 tragen kannst, ist nicht so geil. Sexy, ne? So, Achtung, mal ganz kurz nochmal hier drauf. Spiel doch mal 7 Days to Die, genau, das wollten wir auch machen. Das wird auch voll vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, warum wir das nie angefangen haben. Weiß ich auch nicht. Das hatten wir sogar schon zu Niklas Wohnungszeiten. Ja. 7 Days to Die, ja, das könnte richtig geil werden. So. Langsamste Pizza-Beleger ever. Ja. Ich fand es gut. So, was ist denn, macht das immer sehr, sehr liebevoll. So. Sehr ordentlich. So. Ark ist zu hardcore. Ich spreche aus 1000 Spielstunden. Okay. Ja, allein das. Kann sein, ja. Come on, ey, nee. Das ist auch wie Rust so, weißt du? Rust muss man, glaube ich, auch so full oder gar nicht. Wir haben es ja so probiert und haben gemerkt, okay, da gibt es Leute, die sind so hardcore. Ja. Du kannst halt vergessen, wenn du dann so einmal die Woche zockst. Ja, weil es ja Realtime läuft, ne? Ja, es war halt einfach, da hatten Leute halt Burgen und Waffen und wir sind da mit Steinen und Stöcken noch rumgelaufen. Mit Dings. Wie ist der nochmal?
Bashy. Das ist aber geil, für sowas, ja, dass man halt so Leute kennenlernt. Und der hat auch nachher bei PUBG auch mitgezockt. Ja, ne? Ja, der war dann auch immer, der ist immer dabei gewesen. Das war schon nice. Escape from Tarkov, ah, das ist zu hardcore. Nee, das ist also das ist ja nochmal 10-mal so hardcore wie PUBG. PUBG, ja. So, das Öl mache ich mal weg. Achso, es kommt ja alles in die Spiele, ne? Ja. Ja, einfach wieder hier auf die Dings und dann kommt halt als nächstes auf die in die Spülmaschine. Das ist die Warteschlange. Yes. Das ist auch ein geiles Schneidebrett, finde ich. Ja, ja, die sind richtig, die sind voll massiv und voll schwer. Das ist richtig krass. Voll schwer nicht, aber... Hä? Die sind jetzt nicht Dino, voll schwer. Die sind okay. Richtig schwer. Voll massiv, voll schwer. 300 Gramm. So. Achso, Jens, Nachtisch. Wie war der eigentlich? Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh, ich bin ein bisschen im Arsch. Ich auch, Mann. Jetzt noch schön essen und dann chillen wir uns noch. Ja, und dann pennen. Ich glaube, ich wische hier mal richtig rüber. Obwohl, ja, ich muss ich eh noch schneiden. Nicht, was für Lappen. Ich muss noch schneiden. Ich schneide mal die Pizza hier drauf. Tinos Socken triggern mich. Das ist Sneakersocken, Freunde. Sneakersocken. Wollt ihr die mal sehen? Darf ich die zeigen? Socken? Hier. Ich hab so Sneakersocken. Die gehen nur bis hier. Von der Seite nochmal. Sneakersocken. So. Wie wär's mit Stardew Valley Multiplayer? Wollen ja Hauke und Niklas spielen. Ich glaube, für mich ist das nichts so. Also für mich Stardew Valley auch nicht. Ich hab's mal probiert und das war mir einfach zu wenig Action. So. Ne? Ich glaube, das könnte zu viert vielleicht ganz cool werden. Weiß ich nicht. Könnte man mal für würde ich mir bei antesten. Den beiden mal angucken. Ja genau, ich schaue es mal bei den beiden an und wenn ich sage, oh geil, dann vielleicht, aber ja, ja, wahrscheinlich nicht. Geht der Stream noch bis 3? Ja, ungefähr bis 3. Genau, etwa bis 3. Das sind Frauen-Sneakersocken. Was ist denn Frauen-Sneakersocken? Ey, das ist Sexist. Jeder kann das anziehen, was er möchte oder sie. Dark Souls Co-op 2 oder 3. Ja, aber Matteo ist ja fast fertig mit... Kann man das Dreier-Koop spielen? Nee, das ist. Nee, die meinen auch. Ey, das sollen die mal machen. Die sollen mal ein Dark Souls rausbringen, was darauf ausgelegt ist. Du kannst mit Koop Anfang an und dann richtig schwer. Genau so. Genau wie schwer ist. So ein System wie A Way Out, nur halt mit einem richtig krassen, schweren Game. Ja, ja, ja. Das wäre fantastisch. Mhm. Was macht ihr heute Abend noch so außer Essen? Vielleicht eine Runde PUBG, vielleicht auch was Entspanntes, keine Ahnung. Eine Runde Spy-Party. Oh, stimmt. Rust ist auch cool, ja. Haben wir schon vorhin geschnackt. Genau, haben wir auch schon mal gezockt sogar. Ja, 2-3 Mal, ne? 3-mal, ja, 4-mal. Ja, ja, Salt and Sanctuary haben wir auch schon gezockt. Ja. Haben wir nie so wirklich weitergemacht, weil das so... Nee, aber ich glaube, das muss auch nicht sein. Nee, das, so. Das war bei cool. Uns beiden nicht so, ne? Ja, und bei mir ist halt so, ich spiele gerade Dark Souls, da habe ich dann irgendwie, da ist mein Hunger an so Spielen dann auch gedeckt. Ja. Fürchte, Koop ist sehr schwierig, ist zu nischig. Ja, das stimmt, Forecast, aber... Ich glaube, Dark Souls haben nicht wenige Leute wirklich zu zweit abwechselnd irgendwie gespielt. Und ich glaube, gerade bei einem Titel wie Dark Souls nimmt es dir die Hürde, wenn du sagst, ey, alleine würde ich nicht zocken, aber wenn ein Kumpel dabei ist... Der mit der frischen Geduld daran geht, wo du halt nicht verzweifelst. Ich habe das mit meinem Kumpel ja auch die Teile gezockt. Das war halt so gut, so, weil wir halt verschieden... Man baut sich ja verschiedene Spielstile auf und für den einen Gegner ist eben der eine Spielstil gut und für den anderen halt der und man hat halt gemeinsam dieses Erlebnis. Deswegen... Vielleicht eine Komponente, man kann Singleplayer spielen, man kann aber auch Multiplayer. So hat man nicht beides entweder oder, sondern wie bei Far Cry zum Beispiel. Mm. Man lädt ihn einfach ein und spielt eben zu zweit das Ding. Ich glaube, das könnte ganz, ganz geil werden. Ja. Spielt doch mal Factorio. Das spiele ich, alleine jetzt gerade. Ja. Und wie ist er alleine? Ist cool, aber ist halt richtig viel. Ich muss die ganze Zeit nachdenken. Ich kann ganz wenig so... Schnacken so? Oder? Ich habe so Phasen, wo ich schnacke, dann mache ich aber nichts in-game, weil ich noch voll viel da nachdenken muss. Oder ich habe Phasen, wo ich in-game versuche auszutüfteln, wie ich diese Systeme jetzt baue, wo ich dann nicht viel quatschen kann. Aber ich glaube, es kommt dann mit der Zeit. Bist du denn so weit wie wir damals? Oder? Nee. Also ich bin... Vielleicht auf der Hälfte von unserem Stand. Ich habe auch einmal gespielt. Okay. Willst du es weiter spielen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay.
Wer ist für FTL? Hast du schon mal FTL gespielt, Dino? Nee, noch nicht. Ich hab's immer nur bei dir. Das finde ich halt immer super entspannt. Ich glaube, ich würde mir das sogar lassen. Das bei dir. Ich finde das halt so super geil. Ich muss es nicht noch. Ich muss es nicht selbst. Oh, ist morgen Abi? Ist morgen Abi-Prüfung? Habe ich gerade ein paar ist Mal gelesen. Ist morgen Abi? Ist doch erst Mai. Abi ist doch erst im. Obwohl? Kommt das hin? Viel Erfolg morgen, die Abi-Prüfung. Ja, dann natürlich auch viel Erfolg von uns für jeder, der morgen Abi schreibt. Oder. Ist es mündlich? Nee, mündlich ist es so spät. Stimmt, aber ich könnte sogar angehen, dass es jetzt bald ist. Ne? Viel Erfolg. Terraria. Ja, haben wir auch schon gezockt. Mega lame. Nicht unser Ding. Richtig, richtig lame. Wir haben das aber eine das Stunde, glaube ich, das, gezockt. Das haben wir, glaube ich, einfach nach Minecraft gespielt. Wir waren bei Minecraft voll so Hype. Und dann kam Terraria. Und dann haben wir super viel im Chat gehört. Terraria, das könnte das. Ja. Ist so, und dann haben wir das so eine Stunde gezockt und war so, fuck, ist das lame. Und dann haben wir was, haben aufgehört, was anderes gezockt. Ne? Ja. Morgen ist Mathe. Ja, sehr schön. Rap braucht kein Abitur. Die Lego-Spiele mit der richtigen Besetzung wäre auch, auch ein Brüller. Die sollen ja voll gut sein, die Lego-Spiele, aber für mich wäre das nichts. Das ist halt reines Story-Game, ja, glaube ich. Also reiner Singleplayer. Ja. Fortnite. Habt ihr auch schon gezockt, ne? Wie sieht es aus mit Minecraft? Wir sind gestorben. Viermal. Ja. Und einmal abgebrochen. Dann haben wir gesagt, es geht nicht mehr. Geht auf jeden Fall nicht mehr. Wollt ihr Hots spielen? Nintendo Labo, ja, ich habe das ja bekommen. Dino, weißt du, was auch fehlt? Die Hitze? Nein, die Mozzarella. Haben wir hier keine mehr? Ja, Dino, die Pizza ist RIP, ne? Kannst vergessen. Pizza ohne Mozzarella kannst Kalimba, du, was ist denn Kalimba? Kenn ich nicht. Pizza ohne Mozzarella kann man komplett vergessen. Kann man komplett Broforce, ja, vergessen. Broforce ist auch nur Ballern, ne? Aber find ich cool, ist aber auch nur Ballern. Oh, keine Mozzarella, das ist ja mega Waste. Okay, Leute, vergesst es. Keine Pilze, keine Mozzarella. Portal 2 Koop wurde von Niklas Matteo gezockt. Das hat auch mega Bock gemacht, aber ich kenn's halt jetzt schon. Das wäre aber was für uns beide gewesen. Ja, Dino. Ey, ich hab das aber schon gezockt vorher. Ja, ja, aber das wäre was richtig geil. Trotzdem, geiles. Ja, das wäre für uns beide richtig nice gewesen. Das wäre richtig sick gewesen, ja. Hallo? Alter, was ist das für ein Name? Salt Crazed Paladin. Oh, wir, kannst du mal, willst du mal, soll ich meinen Laptop holen? Dann können wir Dings vorlesen. Wir sind noch gleich. Achso, stimmt. Ja, kannst du machen. Ja. Die Pizza ist aber auch gleich fertig. Können wir dabei essen dann. Ja, wir essen auch eh hier, oder? Ja. Ich kann ein paar Subs vorlesen. Rayman Origins. Das ist auch so ein Plattformer einfach. Dann etwas Biomüll auf die Pizza. Ich mag solche Plattformer. Borderlands 2, Vier-Spieler-Koop. Haben wir auch mal angefangen. Ich liebe ja Borderlands, ne? Ich liebe ja Borderlands, aber was ich am meisten bei Borderlands geliebt habe, war ganz am Ende Endgame und dann Cromorax, diesen riesigen Wurm zu killen jedes Mal. Das war das allerbeste ever. Das hat so Bock gemacht. Ich habe Borderlands auch versucht, mit Kumpels zu spielen, bin nie so reingekommen. So wirklich. Was haltet ihr denn von Schach? Gino, kannst du Schach? Also ja. Bist du gut in Schach? Ey, Schach habe ich mit meinem damaligen Mitbewohner, der war richtig Schach. Pro, also der hat eine richtig hohe Elo gehabt, der hat super viele Schachstreams geguckt tatsächlich, so wie du Twitch guckst, hat er wirklich jeden Abend Schachstreams geguckt und da habe ich fast jeden Tag mit ihm gespielt, da wurde ich auch echt gut, oder ich wurde gut, nicht echt gut, aber seitdem gar nicht mehr, seitdem wir nicht mehr zusammen wohnen, nicht mehr so. Macht ihr mal wieder ein Minecraft mit Community-Event, wissen wir noch nicht, wäre eine Möglichkeit. Müssen wir erstmal gucken, wie sich Minecraft überhaupt so entwickelt, wie oft wir es noch spielen werden, wie viel Bock wir da noch drauf haben. Wie kann es eigentlich sein, dass wir jetzt noch 2000 Zuschauer haben? Das ist schon krass. Wir haben halt 1.35 Uhr. Morgen ist aber normaler Tag. Morgen ist ganz normaler Tag. Es sei denn, viele haben freigenommen. So, soll ich mal ein bisschen vorlesen, Matteo? Ja. Und zwar hat ShipDoctor 10 Euro Trinkgeld dagelassen, schreibt Maurice MVP. Vielen Dank dafür. Niho, habe ich ja schon geschrieben. Dento hat subscribed, Mob, Mac hat subscribed mit Prime, Kalises, Werners, hatte ich doch schon hier. The Barbo Barkin hat uns gehostet. Zigo84 hat resubscribed mit Tier 1 für 6 Monate. Farbenfote hat ein Tier 1 Sub gegiftet und zwar zu hungriger Fötus für 5 Monate. Falcon Bob hat resubscribed mit Tier 1 für 18 Monate und schreibt Nachricht zum Streamer hinzufügen. Casual Gamer 331 hat subscribed mit Prime. Blood for Bloody hat resubscribed mit Tier 1 für 3 Monate und schreibt Zirkumflex. Flying TARDIS hat resubscribed mit Tier 1 für 3 Monate. Skill Painter XD hat resubscribed
resubscribe mit Tier 2 für 4 Monate. Foo Fighter 1373, 37, sorry, hat resubscribed mit Tier 1 für 6 Monate. Dirty Sanchez hat resubscribed mit Tier 1 für 4 Monate. Queer Kashominis hat resubscribed mit Tier 1 für 4 Monate und schreibt, Gino hat sich bei den Klötzchen vertan, ist ernährungsphysiologisch aber bester Mann. Vielen Dank. Jakob Kreuzfeld hat resubscribed in Tier 1 für 3 Monate und Mojo2113 hat 3 Euro Trinkgeld dagelassen und schreibt, versucht mal die Koop-Mission von Splinter Cell Chaos Theory. Vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Subs und die Trinkgelder, Leute. Splinter Cell habe ich einmal mit einem Kumpel gezockt, war eigentlich ganz witzig. Ey, das habe ich jetzt super auf dem Chat gelesen. So. Soll ich mir... Können wir uns das mal ansehen. Aber auf PC oder was? Koop-Mission, ja, offensichtlich, ja. Ne, oder? Denke schon. Dann wird gefragt, zockt wer bei euch Fighting Games wie Street Fighter, Tekken etc.? Ja, Tekken bin ich ganz vorne mit dabei. Genau, Gino Tekken und du hast ja auch Ich freue mich auf das neue Soul Calibur. Das kommt bald auch. Ja. Und ich fand Mortal Kombat richtig geil. Habe ich auch sehr gerne gespielt früher. Dann habe ich auf unserer internen Studio-Einweihungsparty habe ich dann... jeden platt gemacht. Nein, doch. Jeden bis außerdem, auf ja. John. Der uns das Mortal Kombat die Lampe geschenkt hat. Ach, der hat mich komplett zerstört. Ja. Aber ja. Okay, ist halt für die Xbox, ne? Ach echt? Also ich weiß nicht, ob es auch auf Steam gibt, aber... Oh, ich häng fest. So, ich guck mal ganz kurz. Gibt's auch auf Steam. Komm, 2015 kam das raus. Ich sehr gut bewertet. Wir gucken uns das mal an, Chat. Okay? Ja. Jetzt haben wir viele Optionen. Viele Optionen. So, ist die schon fertig? Schick. Weiß ich nicht. Ja, den ist ohne Mozzarella und Dings. Es wird nicht das ultimative Geschmackserlebnis. Dann bin ich vorbereitet darauf, ja. So, Topflappus. Hau den Laptop ein bisschen zur Seite, nicht, dass ich da irgendwie rankomme oder so. Ich dachte, so. Chrissy ist Mortal Kombat God. Ja, Chrissy wurde in ihre Schranken gewiesen, mehrmals. Ja, Matteo war schon sehr, sehr gut im Mortal Kombat. Ja, ich kann aber auch nur einen Charakter und auch, also was heißt sehr gut, gegen, Gino, ich habe hier Feuer! Kann jetzt nicht auf meine Rücken Haltung achten. Ich bin halt Amateur gut. Ich bin übrigens Amateur gut in Smash Brothers Melee von GameCube. Melee heißt es. Melee. Guck mal, was geil ist. Null festgebacken. Boah, Hammer, wegen so viel Öl, ne? Genau. Aber, wo hast du so viel Öl drauf gemacht? Da? Oder? Ich hab's Dings einfach nur eingefettet, das Backblech. Okay. Blech. So. Schon mal Ghost Recon Wildlands gespielt. Ghost Recon Wildlands? Nee. Aber ist auch ziemlich schnell wieder verschwunden. So vom wurde ganz krass gehypt und dann war es dann wieder weg. Achtung, Dino. Ja. Ganz kurz hier an die Messer. Wo sind die denn? Gino ist auch Amateur, aber in einem anderen Videogenre. Es ist schön kühl draußen. Beste Zeit, um offenem Fenster zu schlafen. Ja, richtig geil, aber ich muss gleich Fahrrad nach Hause fahren. Ey. Ich auch, aber ich mag es nicht, wenn es so windig ist. Ich muss heute mit Gegenwind bergauf fahren. Ja, das mache ich. Und so ein bisschen, bei mir hat es noch ein bisschen geregnet. Okay, so, solches Wetter mag ich nicht beim Fahrradfahren. Also, Gino, kannst du mir den Oregano geben, der da oben ist? Hier. Der muss in so einem Oregano. So getrockneter Oregano. Mach ich jetzt gleich mal drüber, bevor ich das schneide. Civilization 4-Mann-Runde wäre geil. Ich habe noch nie Civilization gespielt. Jens wird uns alle kaputt machen. Habt ihr Mario Kart für die Switch? Ja, haben wir. Haben wir schon mal gestreamt, glaube ich. Ja, Civilization finden ja viele geil. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich verstehe es auch dann immer nie. Ich gucke ab und zu mal zu, aber
Ist halt ein sehr langsames Spiel, ne? Wo man ja, das ist halt, man muss halt auch ein bisschen lieb sein. Bekommt der Mann in der Regie auch denn was ab? Sehr gerne. Maurice, wenn du möchtest. Maurice. Hol dir, Maurice, du darfst gerne. Ach, willst du nicht? Ah, okay, dann bleib. Maurice möchte nicht. Ich bringe ihm gleich ein Stück vorbei. Ich schiebe es dann einfach ins Laufwerk. Vielleicht kommt es ja durch. Ja, was ihr nicht wisst, der Mann in der Regie, der ist nicht vor Ort. Frocker schreibt, er kommt vorbei. Ah, cool. Bis gleich. Für 5 Stunden oder so. Das ist, was ihr nicht wisst, ja. Das ist Maurice. Das ist Maurice. Das ist halt so. Das ist jetzt ein Schocker für euch, aber nee, das ist Maurice. Wir sind halt so der fortschrittlichste Stream auf Twitch. Unsere Regie muss nicht vor Ort sein. Einfach outgesourced. Ihr könntet von zu Hause aus Regie machen bei uns, am PC. Währenddessen noch ein paar Streams gucken, was essen, in Unterhose. Maurice hat auch euren 18-Stunden-Stream alleine. Ja, der macht voll viele. Der macht immer, wenn Regie ist, nicht immer, aber so zum großen Teil ist es Maurice, der eben zu Hause Regie macht. Das muss man halt auch so gebührend anerkennen. Und ab und zu ist Daniel da. Vor Ort, genau. Für sowas wie AFK zum Beispiel. Waren ja Yoshi und Daniel da. Genau. Oder halt irgendwie, wenn ein Multiplayer-Stream ist, ist ab und zu mal Daniel hier und macht er von hier aus. Das ist ja eben die Lache, die ihr manchmal hört. Und, allgemein, Regiearbeit bei uns top. Genau. Ansonsten, wenn niemand hier ist, dann ist es entweder alleine, wenn wir natürlich alleine streamen, oder halt an so einem Tag wie heute, wo halt umgeschalten werden muss, ist es eben Maurice von zu Hause. Also fast immer, wenn zwei Leute im Studio sind, gibt es eine Regie eigentlich, weil dann halt das Umschalten wird dann. Aber wenn man alleine ist, dann kann man auch alleine. Frocker ist eine AI, genau. Gibt es auch gar nicht, ist AI. Yoshi, ja, wegen morgen, weiß ich nicht. Was ist morgen? Ja, wir wollen pumpen gehen zusammen. Wirklich? Ja, ich muss erstmal pennen, aber ich würde sagen, das Studio, da musst du dich noch eintragen für ein Probetraining. Ich glaube, ich bin ab 1 da oder so. Oder 1:30 oder so. Ja, Yoshi will jetzt. Ey, guck mal, stell dir mal vor, Yoshi tryhardet Fitnessstudio so wie Videospiele. Ja, aber. Und wird also voll das Tier. Ja, das dauert aber. Das dauert 5 Jahre. Das ist krasse, weil der Körper halt. Zu lang. Okay, dann noch nicht. Okay, wir können essen im Prinzip. Oh ja, cool. Wollen wir uns hinsetzen mit den Hockern? Ja. Und die quietschen voll, die Hocker. Ja. Nimmst du den? Okay, nimmst beide. Alles klar. Alles klar, Gino. Oh! Soll ich Foto machen für Instagram? Na, Quatsch. Wir haben da schon gestern 1000 Fotos von Pizza gemacht. Wir brauchen nicht noch mehr Pizza-Fotos. Okay. Gestern, also es kann sein, wenn die Funken gleich knacken oder so, dann müssen wir im Stehen essen. Weil wenn man sitzt, kann es ja sein, dass sie so ein bisschen das blocken hier, diese Schränke. Mhm. 5 Jahre, Yoshi schafft das in 5 Monaten. Yoshi Benchpress Speedrun Any Percent. Lasst euch schmecken, Dankeschön. Ach komm, Gino! Jetzt scheiß doch mal... Guck doch mal richtig. Nein! Los jetzt, mach jetzt. Du siehst aus, als würdest du kacken wollen. Alte Instagram-Hure. Ich mach's ja nicht. Ich mach's nur für mich. Guten Appetit. Dann so abends so, da habe ich mit Matteo gegessen. Nee, manchmal mache ich so Nacktbilder von mir. Und guck ich mir auch. Super gern. Ich hatte letztens ein Nacktbild, so. Da habe ich echt ernsthaft überlegt, ob ich dir das schicke. So wirklich komplett. Wirklich. Mach mal nicht. Und ja, dann dachte ich mir, nee, mach ich lieber nicht. Aber nächstes Mal mache ich es. Okay. Weil das war schon echt sexy. Ich glaube, das hättest du auch sexy gefunden. Würdest du sagen, Gino ist schon sexy? Ja, doch schon. Ja, viel deiner Mozzarella. Schön. Die Liebe. Finde ich sehr gut, meine Jungen, wirklich. Guter Teig auch. Leon schreibt, er nimmt die Bilder gerne. Okay, Leon, kriegst du nächstes Mal. Da brauche ich von dir aber auch welche. Von Matteo habe ich ja schon. Wie oft guckst du dich selbst im Spiegel an? So, ob ohne oder nackt oder sowas? Nicht im Gesicht, ne? Jeden Tag vorm Duschen mache ich ja Liegestütze danach. Ach, wirklich? Ja, okay. Formcheck.
Hm? Ja, Formcheck. Mach ich auch mal. Immer wenn ich aufstehe, ich habe ja in meiner Zwischenwohnung habe ich so einen Kopf vor dem Spiegel, ist immer so ein geiler Typ. Formcheck. Und vom Duschen, ja. Krass, ne? Ja, aber ich glaube, allgemein, wenn man trainiert, macht man das halt so, weil, why not? Ja, man sieht halt auch die Veränderungen dann am Körper, ne? Mhm. Ich glaube, irgendwas in der Regie passiert gerade. Mhm. Aber ich weiß nicht, was. Nee, da hinten ist doch Vorschau. Da passiert nichts. Doch, irgendwas Maurice im Bild drin. Echt? Ist irgendwo ein Frosch da, oder? Da, guck mal. Okay, wo ist Maurice? Da! Ah, okay. Okay, wenn der Frosch jetzt sich seitlich dreht und ein Stück Pizza isst, dann ist es MVP. 10 von 10. Kann ihn ja füttern. Oh, genau. Jetzt hast du ihn. Das jetzt nicht mehr. Ist das schon? Ich wird gefragt, Gino, wann spielst du noch mal allein ein Spiel? Ich spiele auf jeden Fall mal irgendeinen Samstag. Sag ich schon so lange. Zelda durch, damit ich das durch habe. Mhm. Alleine. Ende Mai kommt Detroit Become Human. Da spiele ich einen ganzen Freitag auf jeden Fall wieder durch. Vielleicht auch den Samstag. Also das neue Sony-exklusive Titel von Quantic Dream. Was für ein? Detroit Become Human. Mm. Das ist von Quantic Dream. Die von Heavy Rain und Beyond Two Souls. Mm. Habe ich den Trailer gesehen mit, auf dem Dach. Mit den verschiedenen Möglichkeiten, so ein bisschen sehr gespannt. Ja, alleine weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Freitag streamen Niklas und ich das neue Donkey Kong. Tropical Freeze, was für die Switch halt neu aufgelegt wurde. Und dann gucke ich einfach, was für ein Spiel halt kommt, ne? Ich bin ja mehr so ein Dude, der neue Games zockt. Ich habe noch nicht das gefunden, wo ich mich richtig einarbeite und dass es so zu meinem Game wird. Wie bei dir so Dark Souls, wie Matteo, wie bei Niklas so der Billions. Mhm. So ein Game habe ich nicht aktiv oder noch nicht gefunden. Wenn ihr irgendwas kennt, was ich zocken sollte. Was ist denn mit Dings? Mit Nio oder. Ja. Nio ist halt. Ja, da haben schon viele im Chat halt gesagt, das Setting ist halt auch so lame. Ja? Ja, und wenn nicht. Das, ja. Hier wird aber auch geschrieben, Detroit wird das perfekte Game für Gino alleine. Story Game plus Gino ist gleich top. Kann ich mir auch gut vorstellen. Dankeschön, da freue ich mich sehr drauf. Ja, das eine kann ich noch nicht sagen. Ja, ich lasse irgendwie alles bis dann. Nintendo-Titel kommen ja auch super viele dieses Jahr. Hier wird gefragt, wie es schmeckt. Ist okay, aber es ist halt nicht schmeckt die. Gut. Es ist halt nicht schmeckt gut. Die Original-Pizza. Es fehlt Mozzarella, Leute. Was mir ein bisschen fehlt, es lag aber auch jetzt wegen privaten Sachen und wegen Umzug und so, es sind halt diese. Ach, ich dachte auf der Pizza. Nee, sorry. Vom Game her, das habe ich ja, als ich Ori and the Blind Forest 2, das werde ich auf jeden Fall zocken, wenn das rauskommt, da habe ich ja danach Horror angefangen. Mhm. Und das hat mir irgendwie, am Anfang dachte ich, kriege das niemals hin. Und dann dachte ich, okay, fuck, das ist mega gut, ich freue mich da mega drauf, so ab 22 Uhr Horror zu streamen. Das wäre eine geile Nische, weil das macht keiner bei uns. Genau, deswegen würde ich das gerne. Das war halt eben, das Ding ist halt, ich habe so die Wochenenden, ich habe wenig frei. Und die Wochenenden nutze ich dann gerne so für mich. Ja, geil, ey. Okay, das ist geil. Sehr gut. Der Frosch isst die Pizza. Deswegen kriege ich das nicht immer hin. Aber mal so ein Wochenende, so ein Freitagabend oder Samstagabend,
so eine Horrornacht, bin ich voll dabei. So alle zwei Wochen vielleicht, so Samstagnacht, ey, bin ich voll dabei. So ab 22 Uhr, irgendein richtig, aber wirklich ein richtig krasses Horrorgame. Nicht so das, was wir gezockt haben. Outlast 2, was aber nur noch Speedrun war, irgendwie so die beste Ecke finden, sondern halt ein richtig geiles. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Zehn von zehn. Hier wird noch gefragt, was ist denn bei euch aus Rainbow Six geworden? Da wolltet ihr doch euch auch mal rantasten. Haben wir besprochen und da war einfach das Problem, dass wir uns da so reinfuchsen müssten. Und da haben wir irgendwie, also da müsste man ja auch, da muss man ein festes Team machen irgendwie, keine Ahnung, 5 Leute oder wie viel es sind. Und da haben wir irgendwie nicht so die Passion für. Wir wollten, also anspielen wäre okay gewesen, aber da haben wir gerade so ein bisschen PUBG, was da eher in unsere Kerbe schlägt. Da haben viel mehr Leute Bock drauf. Deswegen, es ist nicht von der Liste weg, aber ist nicht zu erwarten in nächster Zeit. Guckt Matteo Horrorfilme? Ja, sehr gerne, aber nie alleine. Alleine hasse ich Horrorfilme. Alleine würde ich es auch nicht gucken. Aber so in der Gruppe finde ich Horrorfilme eigentlich ganz geil. Mhm. Aber es können so wenige Leute gucken. Ja. Leider. Was ist eigentlich aus Hauke und Life is Schule geworden? Ich glaube, der spielt es einfach nicht mehr. Der zockt es nicht mehr. Ja. Wie sieht's aus mit Island of Nine? Habe ich mir schon angesehen, fand ich ganz witzig. Da warte ich aber eher noch, bis es ein bisschen weiter ist. Sah ganz cool aus. Hat so auch so ein Battle Royale-Spiel, aber mit viel krasserem Movement, also ein bisschen arcadiger. Habe ich bei Shroud gesehen, war schon ganz cool so. Also wir werden uns auf jeden Fall die nächsten Battle Royale-Spiele, die alle kommen, auch ansehen. Ich habe mir Ring of Elysium habe ich gezockt, was ja so ein richtiger PUBG-Klon ist. Aber mal gucken, da will ich erstmal gucken, was sich durchsetzt. Mhm. The Last of Us, ja, das habe ich ja schon öfter gehört. Ich weiß nicht, ob das zieht. Ich weiß nicht, ob das ist halt nicht mehr so aktuell. Deswegen weiß ich nicht mehr, ob das halt wirklich überhaupt auf Twitch so zieht. Daher habe ich dann 500 Zuschauer, bringt dann auch nicht so viel. Mhm. Also mir nicht und euch halt nicht viel. Aber das neue Tomb Raider zum Beispiel, da bin ich natürlich wieder voll dabei. So, wenn es irgendwie ein aktuelles Game ist, da bin ich natürlich voll dabei. Mhm. Wie wäre es mal mit Risiko bei AFK? Haben wir noch nicht drüber gesprochen, ist aber mega lang, glaube ich. Ne? Risiko ist mega lang. Ja. Außerdem, das Risiko von den Beans, das kann man nicht überbieten. Das war so fucking geil. Ja. habt ihr mal Don't Starve Together gespielt? Ja, das haben Niklas und ich mal ausprobiert. Ich fand es nicht so gut. Also es ist ein geiles Spiel, aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Darwin Project ist, glaube ich, Free-to-Play. Ja, Darwin Project habe ich auch schon mit mir angesehen. Das hat Leon, glaube ich, auch sogar schon gespielt. Und im Oktober kommt Red Dead Redemption 2 raus. Das wird aber glaube ich, Hauke. Zocken, ja. Wird Hauke sich snacken. Der Penner. Last of Us als Vorbereitung zu Teil 3 würde bestimmt ziehen. Stimmt, wenn man das, wenn man sagen würde, einen Tag vor dem Release oder so, oder eine Woche vor dem Release, einen Tag lang The Last of Us und danach dann den zweiten Teil, sowas, das könnte natürlich, könnte ich mir auch vorstellen, ja. Nicht der Streamer muss das Spiel finden, sondern das Spiel den Streamer. Okay, ich lasse mich gerne finden. This War of Mine auch, wurde schon ganz oft empfohlen. Habe ich auch nicht richtig angesehen. Ja, stimmt. Das ist was für dich eher. Das ist halt sehr emotional auch, ne? Oder? Emotionale Spiele sind doch nichts für mich, Dino. Ja, aber das Game. Also. Das ist was für dich. Hä, aber so sehr emotional. Ich glaube, es ist auch emotional. Also. Wir gucken genau. Uns mal Seven Days to Die an, ne? Das können wir mal machen, auf jeden Fall. The Forest haben wir auf dem Schirm, auf jeden Fall.
Wie wäre es mit einem 24-Stunden-Minecraft-Marathon? Kappa. Ja, wir fangen jetzt damit an. Das geht. Und die Hälfte hätten wir ja schon. Nein, wir fangen jetzt an. Okay, nein, nicht. Was isst du lieber, Rand oder Mitte? Oh, ich weiß nicht, es kommt immer darauf an, wie das Stück aussieht. Ich mag Rand, wenn er knusprig ist, aber Mitte ist halt saftiger. Ist einfach, Gino. Okay. Wurde Bastion oder Bastion Bastion schon gespielt? Das ist nett und auch schnell mal durch. Ich glaube, Niklas hat das durchgespielt, fand das sehr gut. Hatte jemanden, der JRPGs zockt? Ich nicht. Ich zock das ja, aber für den Stream ist das nicht zugänglich, glaube ich. 50, 60, 70, 80, 100 Stunden. Nee. Mhm. Ich glaube, das ist nicht so. Das ist aber kein Stream-Titel so. Wie gesagt, mach erstmal Dark Souls fertig, Matteo. Ja, auf jeden Fall. Aber Dark Souls 3 wirst du jetzt erstmal noch nicht zocken, ne? Lässt du erstmal Pause, ne? Mhm. Ja, Pause erstmal. The Forest waren mit die lustigsten Streams. Ja, es war auch wirklich lustig. Niklas. Da spammt einer Emote. Können wir den mal... Forsch, Timeout, bitte. Du das immer Timeout, bitte. Mhm. Was auf Chat? Lass und Matteo überreden. Ah, lass uns Matteo überreden, dass er nochmal FTL spielt. Na, FTL heute noch? Ja, aber. Oder Gino spielt FTL, ich guck zu. Oh, nee. Du kannst aber spielen, guck dir zu. Ne? Einfach nur. Können wir auch machen. Und dabei quatschen oder so. Mhm. Dass die Leute so abfahren auf FTL, hast du das nicht schon 5000 Mal durchgespielt? Ich find's halt trotzdem. Also, ich find's ja persönlich geil. Ich freue mich halt, dass die Leute es auch gerne so. Ich glaube, es ist halt so cool zum. Als. End-Stream so. Mhm. Bei der LAN würde ich gerne mal Rocket League sehen. Das haben wir auf der Gamescom gespielt, ist nicht meins. Wann gibt es denn mit Bloodborne endlich das beste Souls-Game? Oh Mann, ey, also... Ich werde Bloodborne nicht spielen, weil es das halt nur für die Playsee gibt. Und ich habe keine Lust, mit dem Playsee-Controller auf der Playsee zu spielen. Ey, der Playsee-Controller ist so viel besser für Dark Souls als der Xbox-Controller, Mann. Echt jetzt? Warum? So viel besser. Warum? Ja, ist so. Warum? Weil die Tasten flacher sind. Die Tasten sind flacher. Ja. Das geht halt besser von der Hand, das Rollen, Wegrollen und so. Das ist wirklich so. Ich mag den Xbox-Controller sehr, aber für Dark Souls muss ein PlayStation-Controller. Das heißt, ich spiele die ganze Zeit mit... mit falschen Mechanics. Mit ganze Zeit mit Nachteil, oder? Ja, mit Handicap. Ja. Bloodborne ist wirklich das beste Souls-Game. Gino spielt Bloodborne. Bloodborne ist nicht das beste Souls-Game. Würde ich nicht sagen. Hm. Bond war ernst gemeint, eure Cam ist schief, also die Orientierung der Kante von der Arbeitsplatte. Stimmt, die Cam ist schief. Aber. Stimmt. Ja, sieht so aus, ne? Ja, aber die war so eingestellt. Wir haben leider keinen Kontrollmonitor. Yoshi hat doch Bloodborne gesagt. Ja, aber der fand's, glaube ich, nicht so geil. Hörst du das? Ja. Was ist das? Okay. Maurice, guck mal, ob er das mit der Perspektive... Aber es ist schwierig mit der Perspektive, weil es nicht genau gerade ist. Deswegen ist eine Kante immer schräg. Mensch, ärgere dich nicht für AFK. Ja, okay, wenn ihr das Studio brennen sehen wollt, ja. Nur das brennende Studio, Matteo, keine Sorge. Sie war voll lecker, Matteo. Sehr gefallen, die Pizza. Ja? Hm? Willst du nicht essen, das letzte Stück? Nee, isst du mal das letzte Stück. Nee, du. Ich esse schneller dazu, deswegen war ich schneller.
Ja, aber du bist größer als ich. Ich muss auch mehr essen. Ja, ist okay, aber du musst doch wachsen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Iss ruhig, Gino. Iss ruhig, wirklich. Könntest du das teilen? Ich kann, nein, ich kann diese Pizza immer essen, weil ich sie selber mache. Ich möchte, dass du die isst. Vielen Dank. Ja. Du bist sehr lieb. Danke, danke. Danke, Matteo. Freut mich, dass sie dir schmeckt. Was ist denn das? Ey Leute, hier ist irgendein unheimliches Geräusch. So, Maurice schreibt, so, jetzt ist unten ausgerichtet, aber oben noch schief. Ja genau, aber es geht halt nicht, weil wir hier so eine schräge Perspektive haben, die ist nicht genau auf uns gerichtet, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Stimmt. Aber wir werden, was ist denn das? Leute, hört ihr das im Stream auch? Sag mal, hä? Kommt das vom Chat? Chat, seid ihr das? Nee, das ist hier irgendwie. Vom Ofen? Ist das die Spülmaschine? Das ist der Ofen, Mann. Das ist der Ofen? Hä? Was ist das hier? Die möchte ich jetzt draußen gucken kurz, warte. Das ist Satan. Satan. Mann, ich bin. Das ist hier irgendwo, Mann. Wo ist das? Maurice, bist du das? Maurice, wenn du das bist, ne? Spülmaschine. Jungs, das ist die, Leute, das ist die Spülmaschine. Alter, das ist ein Geist hier, Mann. Ich bin, wenn ich gleich weg bin, lieben Gruß an meine Familie, ich liebe meine Mutter und alle. Ich liebe euch, tschüss. Hallo? 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 Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, es ist die Spülmaschine. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es nicht. Ich weiß irgendwas. Ich glaube, ihr hört es nicht, weil es zu leise ist. Aber irgendwas macht in regelmäßigen Abstand. Das ist irgendwas hier. Die Spülmaschine habe ich noch nie sowas machen hören. Ich glaube, es ist irgendwie. Vielleicht ist es auch Maurice, der uns trollt. Ich glaube nicht, dass es der Laptop ist. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es ist die Spülmaschine. So, was ist es jetzt? Ich glaube, es ist die Spülmaschine. Ah, okay. Es kann hinten so ein Wasserschlauch sein, der irgendwie... Ah, guck mal, keine Sorge, ist nur ein Gasleck. Das ist in Ordnung. So, lass mal hier das kurz weg. Ich wisch mal kurz die Arbeitsplatte. Und wollen wir mal ganz kurz uns ansehen, wie groß der Download von The Forest ist? Mhm. Einfach nur mal gucken, wie groß ist, was sich da geändert hat. Wo ist denn hier ein Lappen? Ich habe vorhin schon einen Lappen gesucht, wir haben keinen. Das ist ein Abspielen. Ne? Ja, aber. Können wir nehmen, um hier die Arbeitsplatte abzuwischen? Ey, dieses Piep, ne? Das ist mega creepy. So. Ja, wir gehen jetzt mal zurück ins Studio und schauen uns mal. Genau, wir haben knapp noch ein Stündchen. Genau, wir gucken mal. Bis ungefähr 3 geht das Stream.
50 Minuten also noch ungefähr. Gucken wir uns mal The Forest ganz kurz an. Nur gucken, wie groß die Installation ist oder der Download. Am Fenster, hier bin ich. Wie man uns hier hart, wie man uns hart Trollen erschrecken kann, ne? Ey, wenn das hier im Erdgeschoss wäre, ich würde kotzen. Oder stell dir mal vor, einer kommt echt ans Fenster, da würde ich halt... Ja. Boah, Alter, das wäre so krass. Das wär wenn so jetzt so, du stehst da so und hinten kommt mit voller Wucht jemand mit der Handfläche gegen das Fenster. Alter, ich würde so sterben. Und dann würde ich ausrasten. Nee, würde ich nicht. So, haben wir hier noch irgendwas? Dann haben wir irgendwas Obstiges. Ich voll God of War mit Gino. Nee, God of War ist vorbei. Gino, teilen wir uns noch ein Magu. Nee, jetzt doch nicht. Ich will doch gleich pennen, Mann. Oh, ich habe aber Durst. Ja, dann trink doch Wasser. Jetzt kannst du nicht jetzt einen Energy trinken und dann unter mir sagen, ich kann so schlecht schlafen. Ich kann so schlecht schlafen. Matteo. Okay. Da war nur noch ein Schluck drin. Du hast jetzt die letzten 11 Stunden... Nichts getrunken. Nichts getrunken? Ja, tatsächlich. Nichts getrunken, außer... Du bist so krank. Das ist nicht gut für deinen Säurebasehaushalt. Oh, was ist denn hier los? Aber wie kannst du denn nichts trinken? Vergess das. Kein Wunder, dass du nur einmal die Woche, einmal am Tag kackst. Was hat das mit. Ja, wenn wenig Flüssigkeit da ist, dann kannst du auch nicht raus. Dann geht's eben nicht raus. Kennst du Gingerbier? Mhm. Ja, Gingerbier wird doch genutzt für Dings. Moskau Mule. Richtig. Davon kriege ich mal Kreislauf. So richtig krass. Was denn? Von Gingerbier. Wie Kreislauf? Ja, so Kreislaufkollaps. Was? Warum das? Dann kipp ich um, wird richtig schlecht. Echt? Ja, ja, aber es schmeckt lecker. Nee, glaube ich auch nicht. Hast du Allergie gegen Ingwer? Ja. So, wir gehen mal wieder zurück. Ich muss den Laptop mit. Oh. Ja, genau. Wie Vivonix fragt auch, nur einmal am Tag, what the fuck? Matteo, das ist nicht normal, das ist nicht gesund. Ja, das war jetzt nur eine Ausnahme.